wieder erstaunlich, wie viele Leute von Facebook auf die YouTube-Videos dort Videos klicken. Muss ich mal gucken. Voll viele sagen mir, ich soll mit TikTok da anfangen, aber damit kenne ich mich null aus. Ich mag TikTok gar nicht. Ich kann mit TikToks gar nichts anfangen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie sträube ich mich da die ganze Zeit und denke mir halt auch irgendwie so, man muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen. So. Ich Nee, fühle das mich geht nicht. aktuell irgendwie, ich stopp einfach, zu alt für TikTok, aber vielleicht ist das auch kompletter Blödsinn. Aber mich muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen und das ist schon genug Arbeit, finde ich, irgendwie so, sich um YouTube zu kümmern, sich um Instagram zu kümmern, um die Facebook-Seite, wobei Ja. Facebook ist zu vernachlässigen, müssen wir gar nicht übersprechen. Aber Jungs und Mädels, wir sind mittlerweile schon online. Also die Leute im Reupload sind jetzt schon mal gegrüßt. Der Rest wird lässt gleich sofort von mir gegrüßt. Das Problem ist, das ist heute alles so spontan, dass das noch total scheiße aussieht. Das seht ihr gerade selber. Ich habe jetzt hier diese zwei Vierecke und es könnte so viel schöner aussehen und es sieht total kacke aus. Oh Gott, sieht das kacke aus. Der Fendi sieht auch so viel größer aus als ich. Ich muss auch gucken, wie wir das hier mit Dabei bin den. ich eigentlich viel kleiner wie Wie du. groß bist du? 1,82. Ja, das ist tatsächlich ein gut Stückchen kleiner als ich. Ich bin 2 Meter. Ja, das schafft nicht jeder. Ja, Mann. Und das ist auch immer wieder eine Sache. Ich habe da heute lustigerweise noch mit meiner Frau und meiner Mutter drüber geredet, dass wenn ich mal erkannt werde, so was auf Comicmessen und so vorkommt, sind die Leute jedes Mal erstaunt, dass ich groß bin. Und das ist mir immer so voll, das tut mir immer so ein bisschen in der Seele weh, dass die Leute nicht wissen, dass ich groß bin. Das ist halt mein Markenzeichen. Ich bin Riese. Deswegen habe ich das aber trotzdem noch nicht weiter in den Videos angesprochen, weil das ist ja auch irgendwie komisch, wenn man ein Video damit anfängt, hey ho, YouTube, ich bin der André und bin 2 Meter groß. Und an der Stelle habe ich aber den Stream jetzt so halb damit angefangen und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin 2 Meter groß. Und Jungs, Mädels, ich hoffe, euch geht es gut. Heute ist echt eine so spontane Sache mit dem ganzen Livestream. Ich hatte die Halbjahresvorschau für das erste Halbjahr 2023 gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt und ich habe komplett vergessen, dass die irgendwie rauskommt, obwohl der Fendi mich schon seit Wochen mit am Zulabern ist, dass die jetzt bald rauskommt. Habe ich es trotz dessen komplett vergessen gehabt. Und ich habe immer diese Angst, dass mein Mikro aus ist. Aber mein Mikro ist an. Auf jeden Fall hatte ich jetzt die ganze Zeit diese Angst. Nicht diese Angst. Oh Gott, was laber ich? Auf jeden Fall hatte ich es so komplett vergessen gehabt. Obwohl der Fendi mir die ganze Zeit davon erzählt hat. Und jetzt hat mir heute dann auch der gute Dudes Comic Corner den Link geschickt gehabt. Hier zu der Händlervorschau. Ihr seht ja schon, neben mir das schöne Cover. Werde ich euch natürlich nach dem Stream wieder in der Beschreibung verlinken. Da könnt ihr nämlich die ganze Panini-Halbjahresvorschau mit den Covern gucken. Ist ein bisschen schöner, als wenn ihr jetzt auf die Panini-Seite drauf geht, weil da sieht das Ganze so aus. Ich habe die ja auch mal vor euch aufgemacht. Werde ich euch auch in der Beschreibung verlinken nach dem Stream. Wie gesagt, ich kann leider erst alles nach dem Stream verlinken, weil das heute so sau spontan alles ist. Und hier sieht die Übersicht halt so aus, ist halt ein bisschen trockener fürs Auge, aber man sieht das Wesentliche recht schnell. Ist ja auch keine Panini-Vorschau, ist eine Halbjahresvorschau. Da geht es ja so ein bisschen mehr darum, den Händlern zu zeigen, was sie jetzt hier sich als nächstes bestellen und weniger darum, die ganze Sache zu bewerben. Aber trotz dessen gibt es dann halt auch immer noch den Händlerkatalog dazu. Und den wiederum haben wir hier. So viel erstmal zum Vorgeplänkel und dann werde ich jetzt erstmal in die Kommentare reingucken. Wir sind direkt 25 Leute. Freut mich richtig, dass jetzt direkt 25 Leute bei den spontanen Stream einschalten und gegrüßt es an der Stelle der gute Jezebel, der gute Comic Disabo, der gute Fritz Walter, der gute Murphy X, der gute Anton und der gute Internet Jim. Und ich sehe gerade, der gute Internet Jim, der ist jetzt auch Kanalmitglied geworden. Danke dir tausendmal, Diggity. Freut mich richtig, dass es jetzt hier noch ein weiteres Kanalmitglied begrüßen kann und an der Stelle noch kurz Werbung für die Kanalmitgliedschaft am Rande. Wenn ihr Kanalmitglieder werdet, dann könnt ihr halt alle Videos mindestens einen Tag vor Release gucken. Jetzt war es die letzte Woche so gesehen, da konnten die ganzen Kanalmitglieder tatsächlich, glaube ich, so auf 5, 6 Videos schon zugreifen, die noch nicht veröffentlicht gewesen sind. Aktuell sind alle veröffentlicht, aber wenn jetzt wieder ein, zwei Videos vorproduziert werden, werden sie mindestens einen Tag vorher für Kanalmitglieder vorher freigeschaltet und manche Videos sind sogar teilweise 3 Wochen da für die Kanalmitglieder schon am liegen, bevor sie veröffentlicht werden, was halt immer so ein bisschen von der Vorarbeit abhängig ist. Ich glaube, das Video, was jetzt hier zuletzt online gegangen ist, Silver Surfer Miss Oktober, das war, glaube ich, schon 2 oder 3 Wochen für mein Kanalmitglied, wow, Mitglieder, sichtbar, lange Rede, kurzer Sinn. Checkt gerne mal die Mitgliedschaft ab und ansonsten würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr direkt einen Daumen nach oben raushaut und der gute Richard ist an der Stelle auch gegrüßt und ihr seht es schon, ich habe es gerade eben schon erwähnt, der gute Fendi ist neben mir, auch noch nicht in der Beschreibung verlinkt, aber der Link kommt ja auch noch rein, ihr merkt schon, heute ist es mit den Dings nicht am Laufen. Und Fendi, wie geht's dir?
Supi. Du hast auch noch Blenden, nicht. ich dich sehe immer. Ja, Hä? das freut mich doch zu hören. Du hast auch noch nicht in die Vorschau reingeguckt, ne? Nee, noch gar nicht. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein und gucken mal, was da so drin ist. Und die erste Veröffentlichung ist hier Black Adam Graphic Novel zum Blockbuster-Hit mit Dwayne Johnson. Für alle Fans des Kinofilms Black Adam. Band 1 von 2. Autor, Autorin Christopher Priest. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Panini Verlag, erste Auflage, Deutsch. Taschenbuch, ISBN-Nummer muss ich an der Stelle, glaube ich, nicht vorlesen. Kostet 19 Euro und ich werde es mir holen. Also ist für mich tatsächlich Pflichtprogramm. Scheint jetzt hier, ist das sogar DC Black Label? Das lässt sich gerade bei mir leider nicht so gut erkennen auf dem zweiten Bildschirm. Kannst du das erkennen, ob das eine DC Black Label Serie ist? Oder was steht in dem zweiten Kreis unter dem DC Logo? Ja, da versuche ich gerade auch zu sehen. Ich kann das auch nicht erkennen. Was mich irritiert, bei mir steht 16 Seiten. 16 Das haut auch Seiten? nicht hin. Wo haben wir das stehen? Unter der ISBN. Da steht Also. tatsächlich 16 Seiten. Bestimmt meinen die 116. Ich muss mal gerade ans Telefon gehen. Das müsste ein wichtiger Anruf sein. Ganz spontan. Ja. Guten Abend. Hallo? Abend. Ich bin gerade tatsächlich in einer Situation, wo ich meinen Nachnamen nicht dort sagen kann, aber das mache ich sofort. Spontaner Anruf von André. Hat einer von euch ihn angerufen? Erzählt mal. Ach ja. Kann jetzt gerade nicht in den Chat gucken, sonst würde ich da auch gerne mit euch kommunizieren. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht gerade. Ich versuche da gerade irgendwie was zu finden. Lass der andere mich hier einfach hängen, das gibt's ja nicht. So, ich bin wieder da. Ich hoffe, ich habe dich nicht so sehr ins kalte Wasser geworfen, aber das war leider ein wichtiger Anruf. Ich hatte nämlich einen richtig fetten Wasserrohrbruch. Jetzt schon der zweite in 2 Jahren und ich lebe momentan auf einer Baustelle. Das ist unglaublich und deswegen gerade wichtiger Anruf. Und jetzt weiß meine Vermieterin auf jeden Fall, dass ich YouTube-Livestreams mache. Die kennt zwar meine Comicsammlung wegen den ersten Wasserrohrbruch. Da war die ganze Wohnung voll mit Comics, weil ich die Comics ja irgendwie retten musste. Mäßig. Und da hat sie schon gefragt, was ich mit den ganzen Dingern mache. Da habe ich das so ein bisschen erklärt, aber die Frau wusste nicht, was ein.
Sie guckt halt kein YouTube. Und jetzt gerade eben, irgendwie war ich so ein bisschen abgelenkt. Da meinte sie, hören Sie überhaupt zu? Und meinte ich, ja klar, aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen abgelenkt. Meinte ich, warum? Meinte ich, ja, ich habe da gerade was live am Laufen und musste jetzt den Zuschauern sagen, dass ich kurz den Raum verlasse. Meinte ich, ach so, alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Und ist hier auf jeden Fall, dass noch ein paar Leute in den Chat dazugekommen sind. Wie der gute Buffbeast, der an der Stelle gegrüßt ist. Und der gute Marcel ist an der Stelle auch gegrüßt. Genauso wie der gute Spitzkopf Larry oder der gute Robby. Und Spitzkopf Larry schreibt, wir sind gleich wieder da nach der Werbeunterbrechung. Und ja, auf jeden Fall Black Adam, zweiteilige Serie, werde ich mir definitiv holen. Ich So. auch. Dann geht's weiter. Wir haben hier Batman, Dear Detective. Davon hat die US-Cover schon alle gesehen. Es müsste eine DC Black Label-Serie sein. Ist von Lee Bermejo geschrieben. Wo haben wir denn den Zeichner aufgelistet? Werden die Zeichner hier auch bei Autoren aufgelistet? Das Oder werden habe die ich mich auch Zeichner? gerade gefragt. Weil die werden Oder ist tatsächlich. er auch der Zeichner? Klar. Ja, Vom also bei Cover her? Lee Bermejo könnte es sein. Müssen wir mal bei den nächsten. Wie war das denn gerade bei Black Adam? Der wird aber auch nur der Autor genannt. Bei Black Adam, nicht der Zeichner. Ja. Da sind die Zeichner anscheinend hier nicht aufgelistet in der Vorschau. Aber dann haben wir Das noch eine ist kleine schade. Überraschung für die Panini-Vorschau. Und ja, auf jeden Fall Batman, Dear Detective, am Brief an den dunklen Ritter von Liber Merjo. Wird wahrscheinlich von der Story her eher wieder so durchschnittlich sein, aber ich meine, recht guter Durchschnitt und zeichnungsmäßig wird es einen wahrscheinlich wieder absolut umhauen. Ich denke mal, ich werde es mir holen. Ne? Ist wahrscheinlich auch ein Einband abgeschlossen, weil da keine Nummerierung dabei ist. Der in Italien lebende Liber Merjo gilt. Okay, da erzählt sie ein bisschen was über Liber Merjo. Ich dachte, hier wird die Story zusammengerissen. Cover-Inhalt, wobei dabei steht Cover-Inhalt. Wurde zum Verkaufsschlager. Der Band beinhaltet einige seiner besten Batman-Cover. Engagiert in einer Geschichte und verstehen mit einem Brief an Batman von einem Feind, dessen Identität der Leser selbst herausfinden muss. Anspruchsvolle Comic-Kunst für Liebhaber. Oh! Das Vielleicht. hört sich für mich schon sehr nice an. 18 Euro Ja. gebundener Ladenpreis. Ich denke mal, das werde ich mir. Also, das wird definitiv bei mir landen. Dann Batman. Ich dachte gerade Fortnite, aber es ist dann tatsächlich Fortress. Wo ist Superman, wenn man ihn dringend braucht? Star-Autor Derek Robertson, neue DC-Miniserie komplett in ein Band. Sag mir gerade nichts. Ja, ist für mich tatsächlich ein absoluter, ja, Kandidat. So vielleicht. Das ist so vielleicht Wackelkandidat für mich persönlich. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr ein paar der Serien auf US gelesen haben solltet, die wir gerade drin haben. Dann gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ja, ist eher ein Coversammlung. Schreibt die gute Jezebel noch zu dem Liber Merjo-Band. Aber ich finde gerade den Aspekt interessant, dass das eine Cover sind, die zusammen eine Geschichte erzählen und man selber herausfinden muss, wer der Böse ist irgendwie. Also, das hört sich für mich tatsächlich super interessant an, das Konzept. Und Finstermoor ist an der Stelle auch gegrüßt. Dear Detective sind nur Cover, lohnt nicht, schreibt er da noch zu dem Band. Und Wasserbruch, Hauptsache den Comics passiert nichts, schreibt noch der gute Internet-Jim. Ja, ihr wisst, wie das ist mit den Wasserbrüchen. Dann geht's weiter. Die Vorgeschichte zum brandneuen Videogame-Hit Gotham Knights. Ich werde es nicht holen. Ja, ich habe mir das erste Heft geholt, weil ich habe es ja neulich zu Ende gezockt, aber ich habe es noch nicht gelesen. Mal gucken. Ich muss sagen, das Game irgendwie interessiert mich gerade auch so gar nicht, ganz ehrlich. Also ich habe mir jetzt ein paar Videos dazu angeguckt, ne? Und das ist irgendwie so ein Spielekonzept, an dem habe ich persönlich nicht so viel Spaß, glaube ich. Das ist irgendwie nur gestückelt gewesen. Also mich hat es als Fan unterhalten, ne? Aber das war nichts Ganzes, nichts Ganzes. Also irgendwie war, du hast immer nur häppchenweise gekriegt. Von der Story her hat mir da auch irgendwie dieses Wow-Effekt gefehlt. Also du hast nicht viel verpasst, sage ich mal so. Wobei das Thema schon geil ist. Also ich will nicht so drauf eingehen. Aber was ich auch schade fand, Batman hat so viel geile Schurken. Und du kriegst eine Handvoll Schurken und dann sind das diese Standardschurken gewesen. Das hat mich schon enttäuscht. Muss ich echt zugeben.
Ja, auch dieses Crafting-Konzept, dass man da halt immer weiter sich auflädt. Davon bin ich auch nicht immer so der Fan. Für 60 € ist es nichts wert. Hab selber Day One gekauft, schreibt der gute Spitzkopf Larry. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kaufe mir keine Spiele mehr zum Vollpreis, außer Resident Evil. Resident Evil ist die einzige Ausnahme. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, warte ich bei einem zum Angebot. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst bei Resident Evil habe ich jetzt bei alle aufs Angebot gewartet. Ich habe mir die Sammlung jetzt wieder komplett gemacht und habe mir alle Teile insgesamt verstückelt auf dem Laptop und auf die PlayStation 5 für 60 € gekauft, also da kannst du nichts sagen. Ich mache das so, ich zock das durch und dann, wenn ich weiß, ich spiele es nicht mehr, dann Ja. verkaufe ich das wieder. Das habe ich bei den Guardians gemacht. Die Guardians hier habe ich echt günstig geschossen. Im Nachhinein hatte ich nur irgendwie 2, 3 € Verlust gehabt. Das wurde direkt gekauft. Also. Ja. Kann ich nicht machen, ich kaufe nur noch digital. Nee, das mache ich nicht, weil allein wegen dem Respekt, dass ich es weiterverkaufen kann. Also. Ja. Oder mit Leuten tauschen kann. Ja gut, das ist tatsächlich doof, wenn man nur digital kauft. Ja. So, abgeschlossene Storys über Batmans größten Widersacher in einer außergewöhnlichen Albenreihe. Will Ja, ich. Tom King, okay, ich werde es mir holen. Ich wollte gerade sagen, hast du einen Punkt, Ich muss echt? ganz ehrlich sagen, gerade eben dachte ich mir doch so, ja, aber Tom King, sind wir mal ehrlich, das Ding wird definitiv bei mir landen. Ich liebe den Mann. Oh Gott, alles, was der schreibt, ist großartig. Zieht euch seinen Supergirl, die Frau vom Morgenband rein. Der war ganz, ganz großes Kino, viel zu underrated, muss viel öfters erwähnt werden. Supergirl, die Frau vom Morgen, großartige Abenteuergeschichte, die man sich definitiv reinziehen sollte. Und auch Batman Catwoman, was ich jetzt zu Ende gelesen habe. Und ich liebe den Mann. Und die Zeichnung sieht aus wie von Jim Lee im Hintergrund. Ja, also ich werde den auch holen, definitiv, denke ich mal. Absolutes Pflichtprogramm. Jo. So. Ach, da unten sind, sehe ich gerade, Weitere Veröffentlichungen? ja, hier, Catwoman, der Pinguin, Freeze, Two-Face. Aha. Aber von anderen Autoren, ne? Ja. Ach, krass, das muss ich nochmal zurückblättern, ob wir das bei den anderen Seiten übersehen haben. So, bei nicht, dass auf jeder Seite so viele Titel drauf sind. Hier auf der ersten war es Black Adam. Und der Rest sind alles Veröffentlichungen aus diesem Jahr. Das war nichts Neues, weil so viel hatte ich mich schon gespoilert im Vorfeld zu der Vorschau. Auf der Okay. zweiten Seite. Ach, da sind neue Veröffentlichungen bei, aber nur eine. Nämlich noch Batman das Reptil Band Nummer 2 kommt am 21.06.22 raus, die Gus Ennis-Serie. Übertrieben gut, müsst ihr euch reinziehen. Also ich fand den ersten Band echt bahnbrechend gut. Also das sage ich da schon wieder innerhalb von so kurzer Zeit, aber ich meine es komplett ernst. Ja? Der ist doch schon raus, der zweite Band, oder ist das? Ist von Reptil schon der zweite Band draußen? Den habe ich doch schon gelesen, oder bin ich jetzt blöd? Warte mal. Aber steht 21, 22. Oh Gott, da steht 22. Dann fehlt mir einfach noch der zweite Band. Aber die Empfehlung steht trotzdem für Batman, das Reptil. Den würde ich immer wieder empfehlen. Auf der Seite sind es auch alles ältere. Ne, da haben wir eine. Batman, die Reise, Band Nummer 2. Ist der Band 1 schon draußen? Nee, da kommt erst, ne? Das weiß ich Glaube nicht. ich. Auf jeden Fall auf der Seite von Batman Fortress ist auf jeden Fall hier noch mit drauf. Batman, die Reise von Chip Stransky. Und Chip Stransky, der erste Band kommt wahrscheinlich jetzt im nächsten Monat raus oder diesen Monat noch. Und der zweite ist Ja. jetzt halt hier für den 11.04.23 angekündigt und werde ich mir holen. Ich fand die Cover schon recht nice und ich mag auch Chip Stransky als. Ah, da Ich ist das habe ihn da. Reptil, Band Nummer 2. Ja, Jo. ich habe einen kleinen Datumsfehler gehabt. Auf jeden Fall haben wir nichts verpasst bis jetzt. Und Batman die Reise, Band Nummer 2, ist halt hier von Chip Stansky am 11.04. am Start. Und ich liebe den Autoren, was heißt ich liebe den Autoren, aber den feiere ich auch. Und werde ich mir auch definitiv holen. Dann hier ist auch ein älterer Band als Werbung. Bei den Riddler ist dann halt hier noch Batman One Bad Day mit Two-Face von der guten Mariko Tamaki, die ich als Autorin nicht immer so abfeier. Dann Batman One Day, One Bad Day, der Pinguin. Und Batman One Day, Bad Day, Mr. Freeze. Also die kriegen alle jetzt so ein Soloband spendiert, alles durchgehend nummeriert. Nur der erste von Tom King geschrieben. Und vielleicht hole ich mir nur den ersten Band, aber wenn der richtig, richtig gut ist, vielleicht gebe ich den zweiten, Ist. dritten dann auch noch eine Chance. Seit wann ist denn Gary Duggan bei DC? Oder ist das so ein Sonderfall gewesen? Der ist doch bei Marvel. Ja, dann hat er wahrscheinlich keinen Exklusivvertrag bei Marvel, ne? Okay.
Es gibt ja viele Autoren, die für beide Verlage schreiben und die wenigsten haben Exklusivverträge, ne? Ich kenne mich da gar nicht aus. Ja, ich glaube, das kannst du sogar gucken, wenn du auf DC Comics gehst, dann kannst du irgendwo auf Autoren drücken und dann kannst du sehen, wer exklusiv bei denen unter Vertrag ist aktuell. War auf jeden Okay. Fall vor ein paar Jahren mal so gewesen. Das wird mich auch interessieren. Ja. Siehst du auch meistens auf deren Instagram-Seite. Die hatten damals auch, das war noch Facebook, da hatten die dann auch zu allen Autoren, die exklusiv unter Vertrag sind, so Schwarz-Weiß-Bilder, wo die irgendwie so cool an der Wand standen mit dem DC-Logo in der Ecke. Und ist schon echt lange her. Okay. Das war diese Zeit, wo dieser Klodeckel als Logo von DC Comics am Start gewesen ist. Hier das Zeichen, was so in der Hälfte der New 52 eingeführt wurde. Oder war es am Anfang? Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall geht es weiter mit Batwoman, nee, Batman. One-Bad-Day Catwoman kommt auch noch ein Soloband so raus, geschrieben von Willow Wilson und Jamie Kelvey. Werde ich mir wahrscheinlich holen. Ich habe letztens in meiner Review noch gesagt zu Batman Catwoman, ich finde mittlerweile Catwoman richtig interessant und hole mir eigentlich jetzt erstmal auch alles, wo der Name Catwoman draufsteht. Und das wiederum Ich. ist Tom King schuld. Und ich habe noch gar kein Solo-Catwoman-Band, deswegen will ich den holen, weil ich will was von Catwoman mal anfangen. Und das ist ja ein Solo-Ding, ne? Oder? Ja. Ist auch Deswegen kann innerhalb ich da mal. dieser One-Bad-Day-Reihe, Band Nummer 5. Ist vielleicht ein bisschen doof, dass sie durchnummeriert sind, wenn die jetzt nicht aufeinander aufbauen. Ist ein bisschen schade, wenn man sich echt nur ein, zwei Bände holt und dann das mit der Nummerierung im Regal stört. Kann man aber auch vorstellen, dass es vielleicht egal ist. Oder. Wow, ich habe den Faden verloren. An der Stelle ist der Nerd Daddy Flo gegrüßt und der gute Phantom ist natürlich an der Stelle auch gegrüßt, genauso wie S. Montoya. Und der gute Groot ist an der Stelle auch gegrüßt. Und 21.06., wir haben den 21.11. Ja, wie gesagt, ich habe mich mit der Jahreszahl eben ein bisschen verguckt. Hatte mich ja Jezebel gerade hier noch in die Kommentare reingeschrieben. Ja, ist eine One-Shot-Reihe, hat er auch noch dazu reingeschrieben. Und ja, dann ist das mit der Nummerierung tatsächlich ein bisschen blöd, wenn die nicht aufeinander aufbauen. Alle will ich nicht. Hier den Ritter hätte ich Interesse. Catwoman. Ja, dann war es das auch schon Ich fast. bin mir unsicher, ob man wirklich nach unten scrollen muss, weil jetzt sehe ich hier, werden die ganzen Bände nach der Reihe eingeblendet, über die wir schon geredet haben. Cover Ach, du sehen schon kannst. mal durch die Bank weg alle nice aus Ja. der Reihe, ne? Ist auch derselbe? Nee, gar nicht. Nee, das sind andere Zeichner an den Covern dran, ne? Ich dachte erst, das wären dieselben. Dann kommt hier der Trade zum Joker War raus. Auch richtig fettes Event habe ich hier in Heftform und Tradeform gelesen. Also ich bin mal gespannt, ob da alles drin sein wird, weil es sind 180 Seiten, ist der zweite Band, dritte Serie. Und wenn man das mit den ganzen Tie-ins liest, ist der Joker War auf jeden Fall ein dicker, fetter Brocken. Ich wollte gerade sagen, 180 Seiten passt nicht. Nee. Ich. Und ist auf jeden Fall ein richtig fettes Event, wenn ihr das ausgelassen haben solltet. Joker War solltet ihr euch echt reinziehen. Und hat mir echt Spaß gemacht. Und zeigt auch, dass James Tynion halt ein richtig guter Autor ist. Ich muss aber auch sagen, James Tynion, oder Tynion, ich bin mir unsicher, wie man den ausspricht, der geht am besten ab, finde ich, wenn er Independent-Titel schreibt. Für sowas wie Something is Killing the Children. Und im Independent-Bereich finde ich den Herrn tatsächlich nochmal eine ganze Schippe besser als im Mainstream-Bereich. Okay, ich habe noch nichts davon. Muss ich mal reingucken, was er so hat. Hat er noch andere Titel? Ich bin gerade überlegen, es sind ein paar. Hier, The Department of Truth. Ja, stimmt, hast du recht. Klar, den ersten Band habe ich gelesen, der war geil. Ich muss mir unbedingt den zweiten Band noch holen. Und dann weiß ich noch etwas, was ich noch nicht verraten darf. Ja, ich kann es mir vielleicht denken. Mal gucken. Ich wollte mal gerade gucken, ob hier noch was. Ne, ich glaube, das nach unten scrollen kann man sich tatsächlich sparen. So, auf jeden Fall Joker War, absolute Empfehlung. Dann die Fortsetzung der erfolgreichen DC Celebrations-Reihe. DC Celebrations Harlequin. Und ist mal wieder so ein Sammelsoriumsband, werde ich tatsächlich auslassen. Also brauche ich persönlich nicht. Wie sieht es bei dir aus? Also den nicht, also diese Celebration-Reihe, da habe ich den Joker habe ich da und irgendwo habe ich den Aquaman, weil ich Aquaman-Fanboy bin, habe Ich ich habe den den von Element She-Hulk, den bekommen. fand ich auch cool, der hat mir Spaß gemacht. Also wenn ihr nichts von der Okay. Figur da hier zu Hause stehen habt, dann lohnen sich solche Celebrations-Bände. Mich tangieren die halt so gar kein Stück, Ja. weil ich da meistens Fällen schon alles davon hier stehen habe. Oder bei Harlequin habe ich fast alles verkauft, was da wahrscheinlich drin sein wird. Muss mal gucken, ob hier der Inhalt auch komplett angezeigt wird. Schlagwort, Erscheinung, Thema.
Aber leider wird hier nicht genau aufgelistet, was drin ist, aber ich gehe fest davon aus, dass das Sachen mit aus der New 52 und aus dem DC Rebirth sein werden. Und die Reihen habe ich komplett verkauft, weil die mich gar nicht unterhalten haben. Also ich habe die auch auf meinen Stapel verkaufen von Harley. Ja. Ja, siehst du, das ist nichts, was man in der Sammlung halten muss. Also, Harley funktioniert bei mir nicht mehr. Was heißt, funktioniert nicht mehr? Im DC Black Label finde ich Harley Quinn übertrieben gut. Also, Ja, ja. also hier diese Joker-Harley-Serie aus dem DC Black Label kann ich auch nochmal jedem ans Herzen legen. Großartige Serie. Und auch diese Celebrations-Bände und auch diese anderen Sammelsorgungsbände, wo man gerade nicht einfallen will, wie die heißen. Ich überspringe die immer so, aber ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, für Leute, die noch keine Comic-Sammlung zu Hause haben, lohnen sich diese Bände. Das habe ich jetzt nochmal bei den She-Hulk-Band gemerkt. Davon hatte ich fast alle Hefte, die da drin sind, schon als US-Heft in der Sammlung drin gehabt. Hat aber trotzdem Spaß gehabt, die nochmal alle am Stück zu lesen. Ich finde, das war eine schöne Auswahl gewesen und ich glaube, so eine Bewertung habe ich denen auch in irgendeiner meiner Videos gegeben und der She-Hulk Celebrations-Band ist zu empfehlen. Die sind auch meistens gar nicht so teuer, wenn ich das richtig im Kopf habe. So um die 10 € oder was kosten die? Nee, 26 €. Da habe ich Das noch finde hart daneben ich, gelesen, gelegen. ja, für 116, ja gut, ist Hardcover, oder? Ja. Krass. Nee. So, das werde ich mir definitiv holen. Die Ja. Poison Ivy-Serie mit zwei Ja. Bänden wird die veröffentlicht. Ich war da so gehypt drauf, dass ich mir schon im Vorfeld die ersten 4 Hefte als Variant-Cover, als US-Heft gekauft hatte, weil die Cover so nice aussahen alle. Und ich dachte eigentlich, das wird so eine sechsteilige Serie. Hatte die Serie dann auch eigentlich vor, noch mit dem 5. und 6. Heft zu kaufen und habe dann gesehen, dass schon das 9., 10. und 11. Heft angekündigt waren. Und dann habe ich die Serie gekickt und dachte, okay, dann bleibe ich doch dabei, nur die ersten 4 US-Hefte als Variant-Cover zu haben und warte dann doch auf die deutsche Übersetzung der Serie. Ich muss sagen, die Coverwahl, diese getroffen haben, ist nice. Das ist das erste Cover, aber als Standard-Cover, nicht das Variant-Cover. Sicher? Warte. Ja, und das erste Cover ist das einzige, was ich mir nicht als Variant gekauft habe. Und wenn jetzt der gute Fendi meint, hier flexen zu müssen mit den Covern, dann möchte ich die auch in die Kamera halten. Das kommt schon blöd vor. Na Ich habe gut. mindestens eins gerade hier gefunden. Ich hab das, ist ein Variant, ist ein anderes. Ja, Welches und hast du? ich habe hier von den zweiten das Variant gerade hier griffbereit Ach so, gehabt. ja. Auf jeden Fall Cover übertrieben krass von der Serie. Ich muss aber auch sagen, das, was ich hier in die Kamera gehalten habe, das hat die gute, wie heißt sie, Jenny Friesen gezeichnet. Und mittlerweile achte ich auf die Cover, die gute Dame zeichnet, die echt für alle zeichnet. Da sei es jetzt, okay, für Marvel habe ich glaube ich gerade nichts auf dem Schirm, aber auf jeden Fall macht sie richtig für DC, für Boom Studios, für Dark Horse, für jeden Independent Verlag und für Power Rangers. Ich habe es jetzt mittlerweile schon überall als Cover-Artistin gesehen, weswegen ich mittlerweile echt, wenn ich mir so den US-Katalog durchgucke, eigentlich darauf achte, wer die Cover gezeichnet hat, weil sie als Cover-Artistin ist unglaublich gut. Also ich finde jedes Cover, was die zeichnet, unglaublich toll gezeichnet. Und an der Stelle ist der gute Flash noch gegrüßt. Und Harley in Shin Gordon Murphy Universum ist richtig gut, schreibt noch der gute Spitzkopf Larry. Da gebe ich dir auch recht. Da finde ich bei Murphy, da findest du sie auch gut. Aber da habe ich auch den Solo-Band von Harley innerhalb dieses Universums ausgelassen. Warum? Der ist gut, finde ich. Aber der ist nicht von Murphy, ne? Warte mal. Ich check das eben ab. Doch. Von Murphy. Und Collins und Scalera. Also Ah. drei Namen sind da drauf. Ja, ich habe, also frag mich das, warum nochmal, nachdem du ihn gelesen hast. Also ich warte da noch ein bisschen ab. Also ich habe den gelesen, ich finde den top. Ach so, das sah gerade so eingeschweißt aus. Aber du findest ihn gut. Ja, der ist. Ja, ich packe ja alles schön ein, ne? Ja. Aber ich fand den super. Weil die Beziehung mit Batman, sag ich mal, die wird da ein Aber bisschen noch ist auch ein vorgerissen. DC Black Label Band. Ich habe ihm ja auch gesagt, im DC Black Label gefällt mir Harley Quinn meistens und ist im Black Label erschienen, ist haut wieder hin. Für mich ist Harley Quinn so ein Ding, die funktioniert im DC Black Label. Da habe ich mir auch die Suicide Squad Serie und eine andere. Ich habe mir ein paar Harley Quinn Serien reingezogen. Also diese Solo-Sachen und auch gerne Team-Sachen von Harley Quinn im DC Black Label ziehe ich mir gerne rein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, hier den von Murphy, den Band werde ich mir auch noch kaufen, sind wir mal ehrlich zueinander. Ich weiß gar nicht, ich habe den ausgelassen, weil ich dachte, der hätte damit nichts mehr zu tun gehabt. Aber egal, anderes Thema, lange Doch, Rede, doch. kurzer Sinn. Kann ich jeden mit auf den Weg geben und jeder von euch mit auf den Weg geben? Harley Quinn in DC Black Label funktioniert gut. Außerhalb des DC Black Labels funktioniert der Humor für mich halt irgendwie nicht. Und Poison Ivy Pflichtprogramm gab es nice Cover. Ich finde auch die Coverwahl, die man hier getroffen hat für den Trade. Gut. Dann ein Best of des gepanzerten Avengers Iron Man. Oh, der Stick, 356 Seiten, ja gut, 35 Euro. Jean Mitter Junior, Aber David Michelin, ja, werde ich mir wahrscheinlich holen.
Ah, nee. Ich bin nicht so der Allgemein. Ich habe den Dan Slotran, muss es gewesen sein. Ja. Ich fand den nicht schlecht, also er hat mich unterhalten, aber nicht, auch nicht drüber hinaus, leider. Ja, da gab es auch echt bessere Sachen. Mad Fraction. Guck mal nach dem Mad Fraction One. Der ist auf Deutsch leider echt nicht mehr leicht zu bekommen. Also ich weiß gar nicht. Liest du auf US auch? Nee, nur Deutsch. Na gut, okay, dann kannst du es wahrscheinlich vergessen. Mr. Wiley Sir ist an der Stelle gegrüßt. Und meine Empfehlung ist, guck mal, ob du den Mad Fraction One findest. Also kann ich auch jeder von euch empfehlen. Jetzt hoffe ich, dass ich hier keinen Bieterkrieg auslöse. Aber für mich ist der Mad Fraction One und der Bendis One das Beste, was ich an Iron Man gelesen habe. Also Bendis an Iron Man fand ich auch richtig gut. Und da vor allem den Dr. Doom Iron Man. Der Part war gnadenlos gut geschrieben, hat aber nichts mit Tony Stark als Iron Man zu tun. Aber dieser Dr. Doom Iron Man Run von Bendis war gnadenlos gut, fand ich. Ich mochte aber auch den Rest, den Bendis an Iron Man gemacht hat. Und Matt Fraction, ganz großes Kino. Matt Fraction wird wahrscheinlich immer meine Nummer 1 an Iron Man bleiben. Okay. So, die besten Loki-Stories aus vielen Epochen. Loki-Anthologie. Anthologie, das war das Wort, was mir eben nicht einfallen wollte. Die Anthologie-Bände. Das sehe ich, wie gesagt, persönlich immer aus, aber für Neuansteigerinnen und Neuansteiger lohnt sich so ein Anthologie-Band. Und das Cover ist ja mal richtig nice, was man für den Band ausgewählt hat. Cover sieht auf jeden Fall richtig, richtig nice aus und für mich uninteressant, aber ich sag's nochmal, für Neuensteiger ist das echt immer eine coole Sache eigentlich. Machen wir doch mal gerade einen kurzen Geheimtipp, weil ich den Band gerade im Kopf hatte. Ach, wenn ich ihn jetzt nicht griffbereit habe, wäre doof, dass ich es erwähnt habe. Ich weiß nicht, wo meine Thor-Comics sind. Ich war sicher, dass sie hinter mir stehen. Ach, ich wollte gerade so 100% Marvel-Band von Loki empfehlen, den ich richtig gut finde, der eigentlich nie erwähnt wird. Aber egal, Okay. nehmen wir uns das für ein anderes Mal auf. Und hier haben wir die Anfänge des Donnergotts im neuen Gewand. Der ist tatsächlich das erste Mal veröffentlicht worden. Da war ich wieder relativ frisch am Comic lesen oder ich war gerade relativ frisch auf YouTube. Eins von beiden definitiv. Und da habe ich ihn damals ausgelassen gehabt und ich glaube, ich werde ihn auch diesmal wieder auslassen. So, keine Mich Ahnung. reizt er jetzt auch nicht. So die ersten Schritte von Thor habe ich jetzt mittlerweile schon in 5 verschiedenen Varianten mir reingezogen. Also den werde ich auslassen, ruhigen Gewissens. Könnt aber gerne mal in die Kommentare reinschreiben, falls ihr den gelesen haben solltet, ob der da vielleicht doch sehr lesenswert ist. Dann die zwei stärksten Avenger treffen aufeinander. Hulk versus Thor, Banner und Donner. Erstmal zurück, ganz kurz, bevor wir uns darauf stürzen. Thor, bist du raus? Liest du gar nicht? Doch, jetzt gerade aktuell, weil Donny Kates dran ist. Aber Ah. sonst hätte ich Thor nicht geholt. Okay. Da war es der Autor, ne? Ja. Nur Thor macht ja auch eine endeffekte Figur. Also es gibt ja keine schlechte Figur, es gibt nur schlechte Autoren. Hatte der Björn mal ein richtig cooles Bild von mir gemalt mit dieser Sprechblase. Das hatte der die Tage nochmal auf YouTube gepostet. Habe ich jetzt heute durch Zufall gesehen gehabt und habe mich gefreut. Auf jeden Fall hier. Hulk versus Thor, Banner und Donner, Donny Cates und Martin Kokolo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und werde ich mir definitiv holen. Habe ich auch richtig Bock drauf. Oh, ich auch, ich auch. Covers auch richtig nice. Ich hatte davon schon die ganzen US-Cover gesehen gehabt und ja, wieder so eine Serie, wo ich am liebsten alle Cover direkt gekauft hätte. Was macht so oft einfach keinen Sinn, sich die ganzen Hefte noch als US-Heft zusätzlich der Cover wegen zu kaufen. Weswegen man sich da am besten zusammenreißt und einfach nur. Also würde ich ein Lotto gewinnen, dann würde ich so einige Cover holen, das Oh, da glaube würde ich einfach den kompletten US-Katalog einmal hoch und runter bestellen. Einfach so nebenbei wegen der Cover. Der gute Mr. Wiley Sir schreibt, dass er Matt Fraction seit 4 Jahren ungelesen daheim hat. Oha. Diggity, zieh dir den One rein und Dann schickst du ihn mir. dann schickst du ihm Fandy. Im für netten Preis. Ja, also richtig guter Run. Du kannst dich auf jeden Fall auf etwas freuen. Banner of War übersetzt mit Banner und Donner, schreibt der gute Jezebel an der Stelle noch zu der Titelgestaltung von Banner Banner und und Donner. Donner. Banner of War, da steht es auch oben. Banner of War hört sich auch so viel cooler an Das als klingt nach. Banner und Donner. Banner Das of War. reicht. Hätte man auch so stehen lassen können eigentlich, ne? So, dann Guardians of the Galaxy, alles über die Wächter des Alls, ja, werde ich auslassen.
von Bendis und Steve McNiven. Also das ist dann wieder die erste Serie, die von Bendis da geschrieben wurde. Also nicht die allererste Guardians-Serie, aber die erste, die zeitgleich zum Durchbruch der Guardians geschrieben wurde und die mittlerweile schon so oft veröffentlicht wurde. Und das Kuriose bei der Serie ist ja auch, dass die erste Serie im deutschsprachigen Raum, die zuallererst als Trade veröffentlicht wurde und danach nochmal als Heftformat, weil das Ding ist so durch die Decke gegangen anscheinend. Das kann man zuallererst als als 3-, 4-, 5-teilige Trade-Serie raus. Die habe ich mir damals gekauft. Danach kamen dann nochmal die Trades gebündelt heraus. Und danach wiederum hat Panini die ganze Serie sogar nochmal als Hefte veröffentlicht, wo dann, ich weiß nicht, die ersten 12, 14, 16, keine Ahnung, irgendwie sowas Hefte, nochmal tatsächlich als Heft veröffentlicht wurden. Und jetzt tatsächlich nochmal eine Veröffentlichung, plus der Veröffentlichung auch schon bei Marvel Must Have. Ich unterstelle das der Serie einfach mal. Ich bin mir nicht sicher und berichtet mich gerne in den Kommentaren. Ist aber krass, wie oft diese Serie von Bendis und Steve McNiven schon veröffentlicht wurde, macht aber auch Spaß. Ist nicht das Beste an den Guardians, macht aber Spaß. Das kommt ja im April, wie ich sehe. Kommt da nicht auch Guardians, der Film Teil 3, irgendwann jetzt im Sommer? Ja, ich glaube, deswegen hatten sie damals auch die Hefte rausgebracht. Das war auch wegen einem Guardians-Film. Ich muss euch aber Ja. ganz ehrlich sagen, wenn ihr eine Serie der Guardians bei euch zu Hause liegen haben wollt, die richtig, richtig gut ist, zieht euch diese hier rein. Guardians of the Ja. Galaxy. Krieger des Alls heißt die Serie und von Abnett geschrieben und den guten Lenning, die das ganze Ding zusammengestaltet haben. Und das hier ist die Geburtsstunde der Guardians of the Galaxy, wie man so aus den Kinofilmen kennt. Allerdings ist die Besetzung hier noch eine ganze Schippe größer. Groot kann hier auch noch reden. Das kommt ja später, dass er nur noch Ich bin Groot sagen kann. Hier kann er, wie gesagt, noch Sätze richtig sagen und all sowas. Und Guardians of the Galaxy, Krieger des Alls war, glaube ich, eine vierteilige Serie, wenn ich es richtig auf die Kette bekomme. Mal gucken, wie viele habe ich da liegen. Vier Bände. Und wenn ihr eine Sache da stehen haben wollt zu Hause, dann ist es diese Serie, die ja auch im Endeffekt dann die Serie ist, die für die heute bekannten Guardians-Mitglieder die maßgeblichste Serie ist. Oder die Serie, wow, erst so gestaltet hat. Ihr wisst, was ich meine. Eine gute Anton schreibt, Banner of War habe ich schon gelesen. Es war unterhaltsam. Ich denke mal, sowas stelle ich mir davon auch vor. Trotzdem wird's geholt. Ja, definitiv. So. Och, ist das. Nee, ich dachte, das wäre jetzt die Serie. Das wäre es jetzt ja, wenn das hier im Reprint jetzt wäre von den Krieger des Alls. Das wäre ja richtig Dann hätte cool ich die Chance jetzt genutzt und hätte da neu angefangen. gewesen. ja, scheint eine neue Ongoing, obwohl jetzt auch was abgeschlossen ist, ne? Neue Geschichten mit den galaktischen Marvel-Helden. Also sprich, es ist wieder so ein Sammelsoriumsband oder es sind zumindest mehrere One-Shots drin, werde ich auslassen. Ich hatte mal eine kurze Zeit einen Guardians of the Galaxy-Hype. Ich habe auch eine lückenlose Sammlung von den Start im deutschsprachigen Raum bis irgendwann Mitte Marvel Now oder irgendwann nach Marvel Now. Bis dahin habe ich alles lückenlos, habe dazu auch mal ein Übersichtsvideo gemacht. Und seitdem bin ich komplett raus bei den Guardians. Keine Ahnung, irgendwie habe ich mit denen alles erlebt. Und die interessanteste Truppe gab es tatsächlich in dieser Reihe hier. Und ja, hat doch einen anderen Drive gehabt. Das Marvel-Universum war da irgendwie gefühlt noch ein bisschen komplexer und. Vielleicht sind auch die ganzen neueren Guardians-Sachen richtig gut und es geht voll was an mir vorbei. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe die, Donny Cates hat ja die Reihe Band 1 und 2 geschrieben. Die fand Ja. ich gut. Dann war im Band 3, den habe ich immer noch angelesen, weil der war von Ewing, glaube ich, Al Ewing. Und da bin Ja. ich nicht reingekommen. Da bin ich irgendwie nicht reingekommen. Und dann, der liegt hier immer noch schon dreimal reingelesen oder so. Und ich, nee, das war's. Irgendwie Luft raus. Na, so ist das manchmal im Leben. Ja. So, dann der perfekte Comic zur neuen Marvel-Serie auf Disney, Secret Invasion. Habe ich dreifach das Event. Das ist eins der wenigen Events, die ich in dreifacher Ausführung zu Hause stehen habe. Ich habe einmal die Version, die hier in der Shadow Collection dabei gewesen ist. Dann habe ich den normalen Trade von Panini Comics. Und dann habe ich auch noch die Heftserie tatsächlich, weil die hatte ich mir irgendwie ertauscht gehabt. Und fand die Cover alles so nice, dass ich das dann auch noch mitgenommen hatte. Dann dachte ich, habe ich die Sammlung komplett. Und ich fand das Event nur so lala. Ich wollte gerade fragen, weil ich habe es nicht. Lohnt sich das? Aber okay. Macht Aber schon ich will. Spaß. Ist halt ein Bendis-Event, ne? Das ist gar nicht von Bendis geschrieben, sehe ich Nee, das ist gerade. Ryan Nord. Den kenne ich jetzt gar Ich nicht. bin gerade voll überrascht. Warum habe ich denn so sehr in Erinnerung gehabt, dass das von Bendis geschrieben ist? Hätte ich jetzt. Oder ist das was Neues? Nee. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, die Serie kommt ja jetzt auch nächstes Jahr irgendwann. Ja, dann muss das was Neues sein. Aber es ist der Ich gleiche weiß. Schriftzug wie damals. Also es ist genau der gleiche Schriftzug. Ja, dann ist es ein Reprint. Ich habe Ich keine meine Ahnung, ich aber, habe das wäre keine. von Bendis geschrieben worden. Aber jetzt lassen wir mal gerade den Band raussuchen. Wenn es einer der Zuschauer oder einer der Zuschauerinnen weiß, bitte gerade mal in die Kommentare schreiben. Weil das Doofe ist auch bei der Shadow Collection, da hast du an der Seite die Köpfe drauf, aber du weißt halt nicht, welches Event das ist. Und ich weiß auch nicht, welchen Kopf die der Secret in welchen zugeordnet haben. Ich google das jetzt hier. Außer einer ist schneller. Aber ich meine auch, dass ich mal den Namen da gesehen habe, Bendis. Ich weiß auch echt nicht, welchen Charakter die auf das Rückenbild von diesem Event geklatscht haben. So eine blöde Idee, vielleicht. Doch. Das ist Paul Michael Bendis, steht hier. Ah, dann ist das eine neue Serie. Ach, hier schreibt es auch der gute Jezebel. Nein, nein. Ich glaube, das ist eine neue Secret Invasion Reihe. Schreibt auch der gute Spitzkopf-Derry. Und Jezebel schreibt es ja auch hier. Ist eine neue Serie. Ja, werde ich auslassen. Ich überlege es mir, weil ich Nee. davon noch nichts habe. Aber Ja. obwohl, wenn die drauf aufbaut, dann bringt mir das auch nichts, ne? Ja, ich würde es auslassen. So, einer der Vorlagen der nächsten Avengers-Filme. Avengers, die Kang-Dynastie. Ich bin ja echt kein Kang-Fan, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag den nicht. Also, ich, keine Ahnung, ich habe mittlerweile auch ein paar Storys mit Kang gelesen, die fand ich gut, aber überwiegend fand ich die meisten Storys echt mies, wo Kang mit dabei gewesen ist und ich mag den nicht. Allein deswegen werde ich es auslassen und ich wette mit euch, ich habe das hier, ich hab die Story sogar hier liegen. In Heftformat und in Trade-Format, wenn ich es richtig auf die Kette bekomme. Trade-Format hundertprozentig, bei Heftformat bin ich mir gerade so ein bisschen unsicher. Und ja, ich werde mit Kang nicht warm. Wie sieht es bei dir mit Kang aus? Ganz ehrlich, ich habe bestimmt irgendwas von ihm gelesen, wenn er ab und zu mal da war, aber ich habe jetzt nichts Nennenswertes im Kopf, dass ich den gut finde. Also, nö. Der Spitzkopf-Derry schreibt Also. gerade, dass meine Aussprache zu geil ist. Also spricht man Kang anscheinend nicht Kang aus. Wie denn? Kang? Kang. Kane? Kange. Kane. Kange. Nein. Kang. Kange. Oder Kange. Wie haben Sie noch mal bei der Loki-Serie Kang. Kang, Kang. ne? Kang? Ich bin der Stelle ist der gute Mercy69 gegrüßt und wir machen mal weiter. Als nächstes haben wir hier die Kang-Dynastie. Nochmal 25 Euro. Ganz Erscheinungstermin bei. 28.02. Noch nicht lieferbar. Ja, wie gerade schon erwähnt, ich bin echt kein Kang-Fan. Und ich hab das Ding sogar in doppelter Ausführung hier liegen. Aquaman und Flash Void Song. Aha. Ich finde das Cover tatsächlich unglaublich hässlich. Ja, das sieht total, das passt überhaupt Boah, das nicht. sieht aus wie ein 80er Jahre Heavy Metal Band Cover. Ja, Also. aber das sieht mich echt nicht. Also ich bin ja ein Aquaman-Fanboy und hole mir alles eigentlich. Aber das sieht mich jetzt irgendwie nicht. Ich weiß auch gar nicht, was das sein soll. Also ich werde es mal holen, weil Flash draufsteht. Also Flash, da Okay. bin ich so lückenlos unterwegs. Also ich habe eine recht lückenlose Flash-Sammlung und die Lücken, die noch da sind, die stören mich nicht besonders. Weswegen ich schon mein persönliches Empfinden eine lückenlose Sammlung habe und das muss ich auch so beibehalten. Also das Ding werde ich mir holen. Zwänge und so, ne? Ja, Ja. das ist tatsächlich mehr Zwangverhalten, weil das Cover schreckt mich mehr ab. Aber vielleicht entscheidet sich Panini ja noch um, weil das gibt es ja auch öfters in der Panini-Vorschau, dass in der Panini-Vorschau ein anderes Cover abgedruckt ist, wie dann tatsächlich der Band dann später bekommt, ne? Ab und zu freut man sich und ab und zu denke ich, nein, scheiße, das andere war besser. Der gute Spitzkopf schreibt noch, Kang wird's ausgesprochen. Diese Kang. Kang ist die Gang, du würdest gern mit mir hängen. Doch heute. Keine Ahnung. Ein Versuch war es wert. Versuch war's wert. Aquaman Andromeda. 35 Euro. Cover sieht mal übelst nice aus. Ja, da sind Ja. auch so super wenig Informationen, ne? Da steht jetzt einfach nur. Aquaman Andromeda steht hier oben irgendwo, Tortoren. Ja, kann ich dir sagen. Hier. Sieht er gar nicht. Ach krass, jetzt sehe ich's. Ja, RamV ist der Autor. Ich habe es nicht gelesen, ich habe den nur mal geholt, weil ich das Cover ganz nice fand. Wie groß ist denn der Band? Was ist da denn los?
Das ist irgend so ein Sonderedition. Black Label, keine, ich glaube, Black Label USA sind die alle so. Kann das sein? Das weiß Also ich nicht. Sieht auf jeden Fall ich hole übelst mir nice mega aus. selten US-Dinger, aber ich finde das gut. Da wäre ich auch nicht dran vorbeigegangen. Sieht auf jeden Fall nice aus. Ich habe es gerade schon gesagt, ich finde das Cover richtig nice. Und ja, ich denke mal, ich werde es mir holen. Das ist ein Aquaman Black Label Ding. Ich habe noch keinen Aquaman Black Label Titel gelesen. Und da ich aus der Ongoing aktuell raus bin, was ich immer noch schade finde und irgendwie trotz dessen die ganze Zeit nicht weiter einsteige, werde ich mir definitiv hier den Black Label Band reinziehen. Und in Zukunft holst du alles, was von Aquaman raus ist. Entschuldige bitte. Ja. Dann Batman Detective Comics. Aber das wird ja nicht einfach Batman Detective Comics sein. Das ist ja ein Paperback wahrscheinlich. Oder Ja. definitiv bei 25 Euro. Steht aber nicht welcher Band. Das wird aber wahrscheinlich dann der zweite Band nach der neuen Nummerierung sein. Hier steht Band 2. Bei dir steht Band 2. Ah, doch, hier unten steht tatsächlich Band 2. Aber siehst du, ich habe auch gut eingeschätzt mit Band 2. Also schätzungsmäßig war ich da gut unterwegs. Und ja, werde ich mir holen. Definitiv. Ich bin ja auf die Trade-Reihe Ach, umgestiegen. du bist auf die Trails Ja, umgestiegen? ja. Lustigerweise war Batman Detective Comics die Serie, die sich am meisten bei mir auf dem Lesestapel angesammelt hat. Ne? Und dann hattest du sogar schon die ersten zwei Trades oben auf den Heften drauf liegen gehabt. Also Trade, keine Ahnung, 13, 14, irgendwie sowas. Ne? Und dann habe ich die alle in einer Woche weggelesen. Ja. Jetzt ist das die Serie, wo ich komplett auf aktuellen Stand bin. Okay. Batman Superman, World's Finest, Mark Waid. Das wird ein Reprint sein, oder? Weil Mark Waid, die beiden zusammen, obwohl das müsste eine aktuelle Serie sein, wenn ich mir das Cover angucke. Sicher? Ich bin nicht der größte Mark Waid-Fan. Ich glaube, das ist doch was Neues. Ja, ich hatte bei den Doch. US-Katalogen ein paar neue Cover Ja. gesehen gehabt. Da gab es richtig nice Ja. Variant-Cover zu. Ich bin nicht der größte Mark Waid-Fan, aber ich bin ein großer Fan von Batman, Superman, Team-Up-Serien und deswegen werde ich es mir holen. Also, das ist ein Ding, das werde ich mir in der Charakter wegen holen. Ja, ich wegen Batman, Superman, also bin ich auch dabei. Und irgendwie mag ich das Cover auch. Ja, voll. Und Jezebel hat es auch gerade mal in die Kommentare geschrieben. Ist eine neue Serie. Und ja, werde ich mir definitiv holen. Denke ich auch. Batman Death Metal Deluxe für 99 Euro. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ja, 804 Seiten ist aber das auch ist. eine Ansage. Das müsste auch alles vielleicht sein, ja. Ist ein Omnibus auf jeden Fall. Ja, also wer es nicht gelesen hat, zieht es euch rein. So ein fettes Event. So ein fettes Event. Das fliegt ja um die Ohren. Aber kam da nicht schon als Omni raus, als Deluxe? Oder bin ich jetzt. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nochmal irgendwie eine andere Deluxe Edition. Das Ah, war nee, Quatsch. Batman Metal ja, und und das ist dann ja kommt. Death Metal jetzt. Ja, und jetzt Death Metal. Stimmt, ja. Die habe ich in alles in Heftform. Hier habe ich übrigens nochmal Batman die Reise, Band Nummer 2, was nochmal beweist, ich hätte eben am Anfang des Streams nicht nach unten blättern müssen. Die sind tatsächlich alle so da drin, die Bände. Boah, ich muss mir Band 1 holen. Ich kriege irgendwie Bock drauf. Ja, also, ja, ich auch. Ich hatte es bis jetzt ausgelassen gehabt. Warum habe ich jetzt Tastensperre in mein Handy reingemacht? Da sehe ich die Kommentare doch gar nicht mehr. Auf das habe ich jetzt Bock. Oh, lohnt sich auch. Ich liebe die Erde-1-Reihen, ne? Und gerade bei Batman dachte ich eigentlich, dass mir da die Serie nicht so viel Spaß machen wird, weil ich die Original halt schon so oft gelesen habe. Aber sie hat mir Spaß gemacht. Tolles Universum. Ich liebe das Erde-1-Universum. Eine Leseempfehlung an jede und jeden von euch raus, der Batman Erde-1 noch nicht zu Hause stehen hat. Kauft das. Kam nicht letztens erst Band 3 nach ewiger Zeit raus? Ja, Also ich habe genau. ihn nicht. Aber Ja. ich glaube, das würde ich mir holen. Mach das, mach das. Das, So eine tolle ja, Serie. habe ich Bock. Batman So. Shadow War von Joshua Williams. Werde ich mir auch holen. Ja. Joshua Williams und Batman auf einem Cover. Ja, Pflichtprogramm. dasselbe. Eins, So, zwei. ja, direkt der nächste Band hinterher. Band Nummer 2. Auch ein fettes Cover. Also es wird definitiv geholt. Oh, da freue ich mich drauf. Heißt im Original übrigens Shadow Warzone und nicht Batman Shadow War. Das ist wieder eine komische. Also Shadow, ach, Shadow Warzone. Ah, manchmal okay. wird das Englische auch noch eingedeutscht, ne? Und ja, also Shadow Warzone im Deutschen dann Batman Shadow War werde ich mir definitiv holen. Ja, sowieso. Black Panther Neustadt Band Nummer 2. Ich fand den ersten Band großartig. Die Reviews erst vor ein paar Tagen online gegangen. Also für Ja. mich absolutes Pflichtprogramm. Das Beste, was ich bis jetzt am Black Panther gelesen habe, für mich persönlich. Du hast mich auch fast überzeugt. Ich habe es gesehen, das Video. Hast mich, also ich habe es noch ausgelassen, aber seitdem ich das Video gesehen habe, habe ich noch mehr Bock drauf. Und seitdem ich Alles. den Kinofilm gesehen habe, habe ich sowieso noch mehr Bock drauf. Also hast du schon gesehen? Nee, habe ich noch Film? nicht gesehen. Ich warte tatsächlich auf Disney Plus. Ja, kann ich Das verstehen, Abo aber muss sich ja ich. auch lohnen, ne? Ja.
Aber ich fand, aber wir sprechen dann, wenn du ihn gesehen hast. Also ich war, ich fand's gut. Auf jeden Fall, ja, hier, Neustart, Pflichtprogramm. So, Catwoman, Ich Band mag das 8. Cover. Ist ein nices Cover. Ich bin an der Serie dran. Demzufolge für mich auch Pflichtprogramm, werde ich mir definitiv holen. Wer schreibt die jetzt? Da steht kein Name. Würde mich mal interessieren. Ich weiß aus dem Kopf gerade nicht. Ich habe davon noch die letzten drei Bände noch auf dem Lesestapel liegen. Also. Oh, ich würde da gerne, ich habe irgendwie Bock drauf, weil jeder sagt, Catwoman ist gut und ich habe nichts von Catwoman, ne? Ja, Ja. dann zieh dir definitiv mal die ersten drei, vier Bände rein, wo die gute Frau, mir will der Name nicht einfallen, noch an der Serie dran war, weil die zu dem Zeitpunkt war die Spitzenklasse, die Serie. Crisis on Infinite Earths, mittlerweile auch, glaube ich, die vierte oder fünfte Veröffentlichung im deutschsprachigen Raum. Ich habe davon die hässlichste Veröffentlichung, die von Ige Moss, weil die 1000 Rechtschreibfehler hat. Das ist so krass. Und es ist richtig krass. Das ist voll mit Rechtschreibfehlern, das Ding. Ich habe ein Déjà-vu. War das nicht letztens in der Panini-Vorschau? Da hast du genau dasselbe gesagt. Ich glaube, die haben es verschoben wieder. Kann gut sein. Auf jeden Fall Ja. legendäres DC-Event. Wer Bock drauf hat und es noch nicht gelesen hat, muss es sich reinziehen. Auf jeden Fall. Ich habe es noch nicht gelesen. Okay. dann Dark Crisis, 19 Euro. Ja, werde ich mir holen. Ja, so, muss, also, Ich ne? sehe schon die Young Justice auf dem Cover draufstehen. Und ja, werde ich mir holen. Jupp. DC Horror Angriff der Vampire, da fehlt mir der erste Band von noch. Da ist jetzt hier, kommt schon der zweite Band raus. Ich muss mir den ersten noch holen. Und hast du ihn gelesen? Ich habe den nicht geholt. Noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich den hole. Ich bin gerade verwirrt. James Tynion hat den geschrieben, den ersten? War Das das weiß ich nicht? auch nicht. Ich dachte auch, dass den der gute Tom Taylor geschrieben hätte. Ja, Aber das lese ich ja. auch hier, James Tynion. Also das kann ich hier nicht sagen. Ich will den ersten Band eigentlich noch nachholen. Gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr gerade aus dem Stegreif wisst, wer das ganze Ding geschrieben hat und obendrauf, ob ihr in der Serie dran seid und ob es eine Leseempfehlung ist. DC Mesh werde ich auslassen. Das Cover sieht schon so scheiße aus. Ist es das, was letztens so in den Heftformen drin war? Nee, ich hole Ja, es das auch war bei nicht. den Avengers. Bei den Avengers war doch letztens dieses Mesh-Ding. Ach, und Daran jetzt hast du mich macht jetzt aber auch sie. erinnert. Und auch wenn ich da so einen blauen Superman-Roboter sehe, was eigentlich zwei Sachen bei mir triggern sollte, nämlich dass ich einen blauen Superman total cool finde, dieses Energiewesen, und obendrauf ein riesiger Transformers-Fan bin. Und irgendwie sieht das so aus wie so ein Transformers-Superman, triggert es mich trotzdessen gar nicht. Also ich werde Und es auslassen. hinten ist auch Darkseid, wie ich sehe und so, aber das spricht mich auch null an, das, nee. DC Pride 2023 ist natürlich wie immer von den Autoren und vom Inhalt dann abhängig. Weswegen, das kann ich erst sagen, wenn es in der Panini-Vorschau dann nochmal mit allen Autoren aufgelistet ist. Da bin ich im Zweifel, ob ich das hole oder nicht. Ich weiß nicht. Ja, ist von mir abhängig, was dann wirklich drin ist. Wenn es jetzt alles einfach nur so sinnlos Geschichten sind, ist natürlich auch die Frage. Aber da macht es dann abhängig, wer das Ding geschrieben hat. Wenn ich Tom King lese, werde ich es mir holen. Ja, aber ich denke mir, jeder Charakter ist bestimmt von anderen geschrieben. Ja, deswegen ist halt immer so die Sache bei so Sammelsuriumsbänden, ne? Hier, Flash Band Nummer 3 der aktuellen Serie. Ich fand den ersten Band grandios. Der zweite liegt noch auf dem Lesestapel. Absolute Leseempfehlung. Ist auch für mich eine der besten Flash-Serien so in letzter Zeit. Hart am Feiern. Ich bin eh großer Flash-Fan. Und das Cover ist unglaublich hässlich. Irgendwie sieht Flash Danke. komplett kacke Das aus ist. auf dem Cover. Sieht aus wie ein Das Brian ist. Hitch-Cover. Das. Ja. Na, nein, nein. Denn Brian Hitch wäre besser, glaube ich. Nee. Aber das sieht echt Katastrophe aus. Aber ich bin ein bisschen anderer Meinung wegen den ersten Band. Ich kann dich verstehen, weil du ja alles von Flash hast. Ich habe ja Joshua Williamson an Flash echt abgefeiert. Und ich glaube, ich vermisse ihn einfach bei Flash. Ich habe ja den neuen ersten Band gelesen. Ich fand ihn an sich gut, aber irgendwie bin ich raus, dass ich Band 2 irgendwie nicht will. Ganz komisch. Ja, Obwohl dann ich. nutzt aber den Impuls und lies nicht weiter und zieh dir dafür lieber eine andere Serie rein. Mach ich manchmal auch bei Serien. Ja, also deswegen. Es macht mehr Sinn, Oder dann ist einfach eine es. andere Serie auszuprobieren. Ne? Also, oder vielleicht der Aspekt, dass es ja Wallace, sage ich. Wally jetzt ist. Jetzt kommt ja für mich ein absoluter Knaller. Flash von Grant Morrison und Mark Miller. Also Den ich habe hole was ich. von Grant Morrison an Flash und Mark Miller. Das ist das Crossover gewesen, was er mit Green Lantern in den 90ern hatte. Das ist mitten in der Schuber drin. Aber das Ding hat ja 340 Seiten von Grant Morrison und Mark Miller. Die haben in den 90er Jahren ja öfters zusammengeschrieben. Unter anderem auf Vampirella. Und
Aber Boom. der Preis ist ja so, warte mal, ist das Hardcover oder das muss Softcover sein? Von Preis her ist das Ja, ich völlig werde in es so oder so Ordnung. kaufen. Für das Ding hätten die jetzt 300 € verlangen können. Also, das Ding Sagst ist du? für mich absolutes Pflichtprogramm und für dieses Hype ja bis jetzt mein absolutes Highlight. Grant Morrison, Mac Miller, Flash, Boom, werde ich mir definitiv holen. Jo. So, Flash, der schnellste Mann der Welt. Den müsste ich hier stehen haben, den Band. Das, ja, der kommt mir bekannt vor. Der kam schon raus, Ja, oder? also ich habe aber, glaube ich, auch drei Comics, die Flash, der schnellste Mann der Welt, heißen. Wenn ihr wisst, ob das ein Reprint ist, ballert bitte mal gerade in die Kommentare rein. Und für Leute, die das ganze Ding in Reupload gucken und vielleicht nicht so oft auf YouTube unterwegs sind, sei an der Stelle auch nochmal erwähnt, ihr könnt die Live-Chat-Kommentare immer anmachen, auch noch beim Reupload und das dann auch noch ein bisschen live mitverfolgen, wenn ihr da Interesse dran habt. Und dann so viel an der Stelle dazu. So, Harlequin. Ja, das ist der zweite Band, dritte Band jetzt schon aus dem Rebirth-Zeitalter. Auch wieder unglaublich hässliches Cover. Hat aber Das bis. Oder? nicht nur die Cover, auch ich habe den ersten Band Ja, die gelesen. Zeichnungen sind ja auch unglaublich hässlich. Ich habe den hier stehen, den ersten Band. Ich habe nur die ersten drei Seiten mir reinziehen können. Seitdem liegt er wieder auf dem Lesestapel. Ich muss aber zugeben, gerade wegen den Zeichnungen habe ich es jetzt nicht geholt, weil die Story an sich ist okay. Aber irgendwann war ich schon drinne, wo ich es gelesen habe, dachte ich, okay, so am Ende, ja, irgendwie hat das schon seinen Charme und so. Aber im Endeffekt, die Zeichnungen, die hauen mich so raus, dass ich gar nicht weiterlesen will. Also, ach, schwierig. Was auch Ja. gut ist, dann habe ich noch eine Serie weniger. Ja. Harley Quinn for Hire sieht, könnte eine Black Label Serie sein. Band 1 von 3. Wenn es eine Black Label Serie ist, werde ich es mir kaufen. Wenn es keine Black Label Serie ist, werde ich es auslassen. Human Target, Band Nummer 2. Ich habe den ersten noch auf dem Lesestapel liegen. Wo ich den gepostet habe, haben mir so viele Leute geschrieben, dass das so eine geile Serie ist, dass ich mir vorgenommen hatte, den vielleicht diese Woche zu lesen. Aber wer ist diese? Was? Ja, was ist das eigentlich? Keine Das sagt Ahnung, gar. irgendwas mit Agenten. Davon gab es auch mal so eine Serie, die im Fernsehen lief, Human Target. Hier auf ProSieben oder Irgendwas so. sagt. Irgendwas sagt mir das Ja, da auch, gab es auch aber mal eine TV-Serie, aber. Ja. okay. Infinite Frontier werde ich mir holen. Das ist jetzt hier der Trade zu der Heftserie, die erschienen ist. Und das müsste die Serie sein, wo auch das DC-Pendant von Spawn den ersten Auftritt hat. Weil das hatte mir damals meine Key-Issue-App gezeigt gehabt. Der First Appearance von DC Spawn und bla bla bla. Und lange Rede, kurzer Sinn. Werde ich mir definitiv holen. Wer hat da seinen Erstauftritt? Die DC-Version von Spawn. Jetzt überlege ich gerade, weil ich hab die Hefte hier. Ich habe das noch nicht durchgelesen. Ich bin bei Ja. Heft 3 oder Ja, da so. müsste das, glaube ich, sogar drin vorkommen. Boah, jetzt muss, also, ich komme da jetzt nicht ran, aber da werde ich auf jeden Fall gleich blättern. Na, siehst du? Bitteschön. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Injustice, Götter unter uns, das zweite Jahr, werde ich mir wahrscheinlich holen, weil ich habe nur das erste Jahr, jetzt kommt die Deluxe Edition vom zweiten Jahr und ich werde jetzt mal hier auf die ganzen Leute in meinen Livestreams hören und werde mir das holen. Ich Das wird wollte bei mir gerade landen. sagen, ich verhafte dich, hol dir das. Das ist Ja. einfach nur geil. Das ist Ja, wird gekauft. super. Wird gekauft. Ja, gut so. Justice, ne, Jurassic League, davon hatte ich mir das erste US-Heft geholt, weil das Cover so geil ist mit diesen brüllenden Lacoste-Batman. Nennen wir doch einfach mal so das Krokodil. Auf jeden Fall, ne, werde ich mir holen. Ich finde die Idee schon so geil. Und die Zeichnungen sehen auch cool aus. Also Jurassic League werde ich mir holen. Pflichtprogramm. Zieht mich gar nicht. Oh. Ich weiß nicht. Ah. Wie Nightwing. sagt der Autor, sagt mir auch nichts. Ja, ist egal, sieht geil aus. Und die Idee ist verrückt. Ja, das auf jeden Fall. Das auf Nightwing, jeden Band Nummer 4. Ja, werde ich mir holen. Die Serie ist super. Ja, also ich habe nur Band 1 bisher gelesen, der Rest ist auf Lesestapel, aber ist geil. Das Tom Taylor Nightwing funktioniert Ja, gut. funktioniert extrem gut. Nightwing, das erste Jahr. Habe ich schon. Ist Werde der ich. gut? Ich habe den nicht. Ich habe ihn nicht gelesen. Ach, okay. Weil an sich den Charakter mag ich Ja. und ja. Ja, die ersten Jahrbände finde ich alle so okay. Ich fand davon eigentlich nur den Batman-Band gut. Alles, was danach gekommen ist, fand ich alles so. Das war halt okay, war es aber nie so, dass ich sage, muss man unbedingt haben. Okay. Punchlines, der Prozess, werde ich mir holen. Ist jetzt die Solo-Serie, der Eiserne, der an der Stelle gegrüßt ist, hatte mir davon mal das US-Heft mit so einem richtig nice Variant-Cover geschenkt gehabt. Und ja, ich warte seitdem auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung und habe ich Bock drauf, werde ich mir definitiv holen. Weiß ich noch nicht. Interesse habe ich.
Ja, ich weiß nicht, ob das großartig zur Story dann reingehört. Dann kannst du dir mal ein Video dazu angucken und dann werde ich es dir sagen. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken. Ja, Robin Band Nummer 3. Auch super Serie. Kann ich jedem ans Herz legen, der Bock auf 90er Jahre Teenie-Action in Superheldengewand hat. Aber das kommt der Serie gar nicht so. Das wird der Serie gar nicht gerecht, meine Zusammenfassung. Aber ganz verkehrt ist es auch nicht. Auf jeden Fall, ich fand den ersten Band super. Zweite fehlt mir noch. Dritte wird definitiv gekauft. Wo ich das jetzt sehe, ich habe mal zwei hier, den packe ich jetzt, den lese ich heute Abend. Jetzt, wo ich das sehe, vor allem Richtig der so. Setman, der Setman hat es letztens gelesen, mich gleich vollgequatscht. Ich will das jetzt lesen. Richtig Das muss so. gut sein. Ja, super Serie. Shazam, the new chapter of Shazam. Ist das eine neue Serie, ne? Ja, ist eine neue Serie, aber ich glaube, ich werde die auslassen. Ich habe bis jetzt die ganzen anderen Shazam-Serien ausgelassen. Ich glaube, bei Shazam-Kosmos bleibe ich bei Black Adam. Ich bin großer Black Adam-Fan und ich dachte auch eine ganze Zeit lang, ich wäre großer Shazam-Fan. Ich habe ein paar Comics von Shazam, die ich richtig gut finde, aber ich glaube, ich bin der viel größere Black Adam-Fan. Und man muss halt irgendwo selektieren. Und ich glaube, ich selektiere da, dass ich mich auf die Black Adam-Comics konzentriere. Verstehe ich. Also ich würde auch Black Adam bevorzugen, stehe ich hinter dir, aber Shazam hole ich auch. Also ich glaube, den werde ich holen. Das ist einfach nur eine Selektion. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich sogar was verpassen werde, aber ich muss da irgendwo selektieren. Ja, klar, natürlich. Superman Action Comics Band Nummer 3. Und von diesem Superman gibt es eine Actionfigur, den man auf dem Cover drauf sieht. Den habe ich den Tag auf Instagram gesehen. So eine fette Figur. Muss ich mir auch noch unbedingt holen. Und ja, werde ich mir auch holen. Ich bin Superman-Fan. Das Cover sieht übertrieben nice aus. Und der sieht aus wie He-Man auf dem Cover. Sieht voll fett aus. He-Man? Echt? Ja, der hat auch das S Ja, auf der ja, Brust. ja. Der hat auch diesen Panzer. Und die Figur davon, die jetzt bei McFarlane Toys rausgekommen ist, sieht auch übertrieben fett aus. Okay. Superman, Sohn von Kal-El. Ja, ich fand den ersten Band super. Ich versuche die ganze Zeit den Fendi zu überzeugen, sich ihn auch zu kaufen. Ich muss auch ein Selektieren. paar Reihen rauslassen. Das Problem ist bei Band 2, dass da Das ein Heft von Crossover ist. Nightwing drin ist. Aber Ja. wenn, du kannst dir auch einfach das US-Heft holen und dann übersetzt dir das halt ein bisschen mit Google-Übersetzer. Dann hast du das US-Heft halt mit dem Heft, was dir dann fehlt und musst dann nicht zwangsläufig dir den Trade holen für 17 Euro und holst einfach für 3, 4 Euro das US-Trade, das US-Heft. Ich muss mal gucken. Aber ich bleib da erstmal raus. Aber ich habe ja die Superman Action Comics, das reicht mir. Superman Space Age von Mark Russell werde ich mir definitiv holen. Cover sieht zwar echt scheiße aus, aber ich werde es mir holen. Oh, spricht mich jetzt gerade nicht an. Teen Titans von George Perez. Ich habe immer noch den ersten Band dieser mittlerweile siebenteiligen Serie auf dem Lesestapel liegen. Fanden cool, so bis zur Hälfte und irgendwie hab ich dann den Drive beim Lesen verloren, habe was anderes angefangen zu lesen und seitdem liegt er drauf. Mittlerweile sind wir bei Band 7, also er liegt schon mittlerweile 3 Jahre auf dem Lesestapel. Also ich bin irgendwie nicht mit warm geworden. Ach, Band 7, krass, wie viel ist denn das insgesamt? Ja, der hat eine ganze Zeit lang die Teen Titans geschrieben, ne? Warte mal, der Judas-Kontrakt, hab ich den in irgendeiner Form hier? Also ich habe die jetzt nicht geholt, aber irgendwie habe ich so eine Judas-Geschichte, habe ich. Der gute Mr. Wiley schreibt, dass er ein richtig fettes Cover mit diesem Superman hat. Dass er mir das später mal bei Instagram schickt, macht das definitiv. Digi, will das sehen, das Ich auch. Cover. Und das fand ich nicht schlecht, schreibt noch der gute Finstone. Fritz Walter Joker War sieht ziemlich gut aus. Und ja, Dicker, das ist richtig gut, Joker War. Unbedingt lesen. Und die Jokerei, die ist auch richtig stark. Ach, guck mal, Band 8 auch von George Perez schon mit am Start. Krass, 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 krass. Wonder Woman, Band Nummer 4 der aktuellen Serie, an der bin ich dran, habe den ersten aber noch auf dem Lesestapel liegen. Also ich kann nicht viel zu sagen. Cover sieht aber übertrieben fett aus, muss ich sagen. Ja, Cover gefällt mir auch, vor allem die Spirale da hinten, die Ja, Farben. voll, voll. Aber ich bin da auch, also ich habe mir gesagt, ich lasse erstmal alle Wonder Woman-Sachen raus, damit ich nicht mehr diese Masse habe. Ja. Aber irgendwie will ich immer noch irgendwie gerne einsteigen, aber schwierig. Wonder Woman, Nubia, Königin der Amazonen. Haben Sie den auch verschoben oder ist das jetzt schon der zweite Nubia-Band innerhalb von kürzerer Zeit? Ich meine, das ist ein anderer. Ist auf jeden Fall ein anderes Cover, was richtig nice ist und werde ich wahrscheinlich reingucken in die Serie. Ist das nicht auch wieder ein Crossover? Da sind ja überall Crossover bei Wonder Woman, oder? Das ist aber, glaube ich, eine ganz normale. Nee, das ist eine vierteilige Serie. 1 bis 4, dann wird das in einem Trade abgeschlossen sein. Dann ist das wahrscheinlich so ein Crossover zwischen denen. X. Tag der Entscheidung. Ja. Kieran Gillen.
Vielleicht. Ist ein Vielleicht-Kandidat. Sieht irgendwie aus wie Avengers vs. X-Men. Keine Ahnung. Vielleicht. Nee, das ist aber gegen die Eternals und X-Men, ne? Ja, dann werde ich es auslassen. Ach, das, warte mal, ist das ein neues Warte, Event? werde ich es auslassen? Was für Blödsinn. Ich hatte gerade irgendwie die Eternals mit schlecht verbunden, aber die Eternals sind super. Ich fand den Film nur kacke. Den werde ich mir holen. Avengers Warum sind vs. alle X-Men. der Film kacke? Den fand ich gar nicht so kacke. Ich habe noch nicht mal zu Ende geguckt. Ich weiß nicht, was nach Minute 30 passiert. Ich habe es nie weitergeschafft. Ja, aber da wird er ja erst Ja, besser nee, dann drin. denke ich jedes Mal, ich lese einen Comic. Man kennt's. Amazing Fantasy präsentiert Spider-Man. Ja, werde Den ich Slot? auslassen. Den Slot werde ich mir definitiv holen. Das wird sowas wie ein Pflichtprogramm für mich werden. Könnte ich auslassen und den Slot hole ich mir, alles klar. Definitiv, absolutes Pflichtprogramm für mich. Ja. Ant-Man, ja, das werde ich auslassen. Obwohl, Al Irving, ah, werde ich mir holen. Also, Ja. ich sollte erstmal gucken, wer es schreibt und danach urteilen. Also, werde ich mir definitiv holen. Der Running Gag bei dir, ne? Ja. Ich hätte es auch. Ja, bei mir ist dasselbe. Ant-Man, nee, lass dich aus. Warte, Auto A, 15 Euro, doch, nehme ich mit, glaube ich. Ja. Das ist auch ein Soloband, oder? Ja, das war ein Soloband. Da stand keine Ja, Nummerierung bei. dann kann man mal mitnehmen. Ja, definitiv. Das wiederum werde ich wiederum auslassen, Ant-Man und Wasp. Ja, das ist Ja, ja so, jetzt will ich doch wieder das ist so überlegen. Marvel-Verse. Aber das ist wieder hier. Ach, Marvel wird, das ist zum Videospiel. Werde ich auslassen. Nee, das ist zum Video. Nee, kommt nicht da der Film? Marvel-Verse ist meines Videogame-Universum. Aber John Byrne hat meines Wissens nach nichts fürs Videospiel-Universum gemacht. Und bitte mal in die Kommentare reinschreiben an der Stelle, wenn ihr es genau wisst, aber Aber wegen was John. für ein Videospiel? Ja, keine Ahnung, die ganzen Marvel-Videospiele, die es da gibt. Ich hab sie doch alle, aber Ja, kein Ant-Man. ich weiß es nicht. Das hier habe ich auch schon hier liegen. Fand ich Das ist schon mal gut. damals so kacke, ne? Also ich habe es damals bei der ersten Veröffentlichung gelesen. Das war so um die 99 oder 2000 rum, aber eher 99. Und davor lief die Wiedergeburt der Helden mit den ganzen Stars, Autoren und Zeichnern von Topco Comics. Und das war mein Einstiegspunkt bei Marvel. Ich ließ diese Wiedergeburt der Helden, habe das so gefeiert, ne? Heutzutage weiß ich warum, weil das alles Topco-Künstler gewesen sind. Damals war ich voll der Topco-Fan, habe aber nicht so auf Namen geachtet, da war ich noch was jünger, da war für mich einfach Topco, Topco und DC, DC. Auf jeden Fall, das voll abgefeiert, meine ersten Marvel-Serien gelesen und danach kam dann nach die Wiedergeburt der Helden kam die Rückkehr der Helden und da war das Cover vom ersten Heft von. Dann lese ich das und fand das so kacke, dass ich danach erstmal bei Marvel wieder raus war, bis ins Jahr 2010. Also da war ich erstmal 11 Jahre bei Marvel raus. Und ich bin erst seit 2018 Ich muss aber heutzutage sagen, rückblickend finde ich genau diese Ära bei Marvels Avengers mit am interessantesten. Also, ich habe es hier liegen, vielleicht ziehst du mir noch rein, weil die ganzen anderen Hefte, die danach gekommen sind, habe ich mir irgendwann mal ertauscht. Und ja. Ja. Avengers Must Strike, ja, müssen wir nicht, das sieht auch total kacke aus, ne? Aber wenn ich was davon, ich hab's auch nicht, aber wenn ich was davon höre, dann höre ich eigentlich Gutes. Das Wo? soll gar nicht so schlecht sein. Was? Hier das hier? Das Avengers? Von. Nein, dieses Avengers Ach so, ich habe Mech-Gedöns. davon das schon öfters was Schlechtes gehört, aber Echt? Ach so. schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also ich werde beide Bände definitiv auslassen. Ich mag den Autoren aber, Zed McKay, den mag ich schon. Ich lasse aber aus, das hole ich nicht. So, dann Bruce Banner Hulk, die Bücher des Zorns. Ja, Pflichtprogramm, ne? Müssen wir gar nicht überlegen. Unbedingt. Bei den Autoren und Ja. Zeichner unbedingt. Captain Marvel, Sammelsuriumsband werde ich persönlich auslassen. Ich bin kein Captain Marvel-Fan. Ja, gut, dann der Neustart ist für dich dann auch uninteressant mit den achten Band. Hatte davon die ersten Bände gelesen, bin mittlerweile aber auch seit dem vierten Band bei der Serie raus. Oh. Gar nicht schlecht, oder? Ja, Pflichtprogramm wird definitiv Ja. gekauft. Oh, da wird. Oh Gott, ich hoffe, dieses Cover landet hier wirklich. Also, das sieht ja mal richtig geil Ja, sieht aus. richtig nice aus. Ey, die Sache ist, ne, ich dachte heute, das wird höchstens 40 Minuten dauern. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Durchbrechen. Verzeiht mir bitte, wenn ich ein bisschen schneller versuche, auf Titel einzugehen. Aber Carnage, definitiv Pflichtprogramm. Die Vorstoßen X-Men, jetzt der erste Band, das heißt Reprint der Heftserie. Und ich werde es mir jetzt reinziehen in ein Heft, also ein Trade-Format. Du hast es gelesen, ne?
Ich habe die ersten paar Hefte gelesen, ja, aber ich steige jetzt auch um, weil die jetzt angefangen haben, nur ein US-Heft bei uns auch rauszubringen, aber die Preise sind genau gleich. Also Ja gut, ich okay. glaube, das lohnt sich eher, den Trade zu holen vom Preis her. Dann definitiv. Ja, also ich steige jetzt um. Aber es ist jetzt, ja, ich bleibe dran auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht kein großer Wurf bislang. Ach, der zweite Band ist dann auch schon direkt angekündigt. Also Da müsste ich einsteigen, glaube ich, wenn das passt. werde ich definitiv mehr reinziehen. Und dann die neuen Fantastic Four. Oh, Cover sieht nice aus. Und Wolverine, Spider-Man, der graue Hulk und Ghost Rider in einem Team. Pflichtprogramm hoch 10. Also das Ding werde ich mir definitiv holen. Boah, sprich mich jetzt auch nicht an. Das Krass, ey. Für mich wird da gerade so voll der Traum war. Ich sehe das und komme gar nicht auf mein Leben klar. Und neben mir nüchtern ist, pff, ich weiß es Ich nicht. lerne auch besser auszulassen. Das, Ja, gut, okay. ne, das ist so ein. Aber das würde ich mir holen. Aber sowas von. Okay, da bin ich wieder raus. Also, ihr seht es schon, wir ergänzen uns. Die neuen Siehst Savage Avengers, ja, bin ich raus. Interessiert mich irgendwie gar nicht. du? Doch, da habe ich Bock drauf. Wobei, die letzte habe ich auch Band 1 geholt und Band 2 irgendwie nie, obwohl ich es gut fand. Ne? Also ganz komisch. Ja, Ultimate Spider-Man Collection bin ich ja dran. Habe ich letztens noch ein Video zu gemacht. Könnt ihr gerne mal abchecken, wo ich so ein bisschen so die Plus- und Minuspunkte abgesteckt habe, was die Story angeht. Und finde ich nach wie vor richtig cool, dass sie gerade bei Panini veröffentlicht wird. Und wer die Story verpasst hat, sollte sie sich definitiv reinziehen. Trotz dessen gibt es da ein paar Abstriche, die man machen muss. Und zieht euch gerne mal ein Video rein. Oh Gott, wie Und viel kommt denn da raus, ey? ja, recht viel. Ich bin aber ganz Ach, froh gerade. die kommen ja alle 2 Wochen, Ja, ja. dass ich die Seiten gerade so durchsprechen kann, weil der Stream ist jetzt schon länger, als ich eigentlich machen wollte. Aber für so einen spontanen Stream, mitten in der Woche, mein Magen hängt auf dem Boden. Ich habe noch nichts gegessen. Das Essen ist fertig. Wahrscheinlich schon kalt, wenn ich hier fertig bin mit dem Stream. Also bitte mal die kleinste Violine der Welt für mich spielen an der Stelle. Die unsterblichen X-Men, Kieran Gillen, ich werde es mir holen. Ich auch. Cover sieht auch Ja. schon nice aus. Wird wahrscheinlich so ein Klappcover sein. Man sieht ja hier irgendwie schon, wie die Habe Hand da ich auch gedacht. hingeht und die andere Hälfte fehlt. Ja. Glaube ich auch. Eternals, ja, Band 3, der aktuellen Ongoing, an der bin ich auch dran und die liegen noch auf dem Lesestapel. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Ich habe damit nicht angefangen. Keine Ahnung. Fantastic Four, weiterhin bin ich dran bei den Dan Slott Run. Finde ich auch gut bis jetzt, macht echt Spaß. Also ich war irgendwann raus. Ich weiß gar nicht, bei welchem Band. Irgendwann war ich raus. Band 11 ist auch, kommt dann auch schon direkt hinterher. Krass, Dan Slott schreibt immer lange irgendwelche Reihen, Ja, fällt mir finde ich auf. total geil, liebe ich sowas. Ja, Ja, Hulk ich auch. Neustart hier mit Donny Cates. Klar, bleibe ich dran an der Serie. Ich habe ihn erst noch nicht hier liegen und sage trotzdem, dass ich dran bleibe. Aber ihr wisst, was ich meine. Erstband wird auch geholt und Genau dasselbe. riesiger Hulk-Fan. Was ist das denn jetzt? Hulk Monster Wahnsinn. Jim Rock, Aha. 124 Seiten, 19. Ich werde es mir holen. Ich weiß zwar gerade gar nicht, was es ist, aber Dasselbe. Keine Ahnung, aber ich hol es mir. Das Shut ist up geil. and take my money. Ja. Jane Foster und Mighty Thor. Ich werde es wahrscheinlich auslassen. Komisch, da bin ich jetzt im Überlegen, obwohl ich jetzt kein Tor-Fan bin. Siehst du, passt doch. Wenn in den nächsten Streams dann dabei ist, ergänzen wir uns gut. Die Comics, die ich jetzt mir nicht am Start habe, dann hast du die am Start. Also das passt doch so wunderbar. Ich muss auch mal anfangen, mal ganz nebenbei, sorry, letzte Zeit habe ich echt keine Marvel und DC Comics vorgestellt bei mir. Ich weiß nicht warum, das muss ich mal nachholen. Ey, Jessica Jones, die Varianz, anscheinend abgeschlossene Miniserie in einem Band von Gail Simon, Pflichtprogramm, das werde ich mir definitiv holen. Ja, da ergänzen wir uns auch. Das ist für mich auch Pflicht, will ich haben. Da Marvel Must Have, Captain America, neue Gegner, habe ich hier in der Hachette Collection, den Band kann man gnadenlos auslassen. Also, kann man echt im Bett. Cap lasse ich auch seit einer Weile raus. Irgendwie ist es auch. Ich weiß nicht warum, es ist nicht meine Figur irgendwie. Deadpool, Master, ich liebe Cap, aber Deadpool, kurz hier eingeworfen. Deadpool, die Wette, ja, ist so ein Band, den kann man machen, muss man aber nicht. Ja, ich glaube, besser kann man den gar nicht zusammenfassen. Ist mittlerweile auch schon die dritte oder vierte deutsche Veröffentlichung davon. Oh, jetzt das. Du hast Ach, es ja das, angesprochen. Krieger des Alls, eben noch gesagt. Beste, was es an den Guardians of the Galaxy gibt. Jetzt kommt ein Reprint, wie geil ist das denn? Kaufen, Jungs und Mädels.
Aber ohne Nummerierung. Ich drücke euch den Daumen, dass die anderen drei Brände noch hinterherkommen, weil Ja, mit aber das kommt ja in der 164. Marvel Must-Have-Edition längstens raus. Ah, ja gut, als Marvel Must Have, dann kommen die nächsten bestimmt auch noch. Das haben die bei den anderen Serien meistens jetzt auch so gemacht. Also, Echt? absolutes Pflichtprogramm, kann ich definitiv empfehlen. Ja, mal gucken, mal gucken. Ja, Marvel Must Have, Hulk, Dystopia, auch fette Storyline, kann ich auch empfehlen. Definitiv Pflichtprogramm. Peter David geht da voll ab. Ist vor kurzem auch nochmal veröffentlicht worden, als normaler Trade. Ja, ich bin jetzt mir gerade unglaublich unsicher, ob ich es mir geholt habe und gelesen habe. Die neuen Dinge habe ich geholt, aber das ist ja der. Der 90er. Ja, genau. Jetzt bin Richtig ich. fett. Kann ich auch jedem empfehlen. Habe ich den oder habe ich den nicht? Ich muss gleich gucken, ich bin gerade Hulk irgendwie Grau, voll raus. cool, kommt auch ein Reprint zu raus. Kommt ein Hulk-Kinofilm? Was ist denn bei Hulk gerade los bei den Veröffentlichungen? Werde ich mir definitiv holen. Gab es schon mal bei 100% Marvel, ist damals an mir vorbeigegangen und irgendwie habe ich mir den Band nie geholt und ich werde jetzt hier das Reprint nutzen, um mir den Band dann nochmal reinzuziehen. Und der gute Mohammed ist an der Stelle auch gegrüßt. Ja, würde mich auch Der interessieren, weiß Float ich Pimp aber schon. Say, Pflichtprogramm, Dicker. Also das muss man sich holen. Wenn die beiden Namen zusammen auf dem Cover Ach. draufstehen, das ist so wie mit Spider-Man Blau oder wie jeden anderen Superheld mit der Farbe. Das ist Pflichtprogramm. Da darf man gar nicht dran vorbeigehen. Das nächste. Ach, wie lustig ist das denn? Matt Ja, ich Fraction. finde, Auch ein Reprint. sag mal, du spoilerst komplett alles Das hier ist aber. gerade. Ey, ich schwöre es, ich habe nicht reingeguckt in die Vorschau. Das sind ja heute reine Zufälle. Wie krass ist das denn? Ja, Pflichtprogramm, Jungs, Mädels. Ich habe es eben schon gesagt. Holt euch den Matt Okay. Fraction Iron Man. Aber der ist, wie viele Hefte waren das? Ist da jetzt alles drin Oh, oder das jetzt? nee, das sind 9 Trades. Aber vielleicht bringen sie Ah. den Rest auch noch in die Serie. Aber ey, den ersten Band wirst du günstiger nicht bekommen. Ich fand ihn Ja, damals ja. so gut, dass ich ihn zweimal gekauft habe, die ersten beiden Trades, und den Sinus nochmal geschenkt hatte. Weil ich fand es so gut. Okay. Ja, ich werde es mir holen und dann kriegst du meine Meinung. Wunderbar. Marvel Must-Have, Marvel Super Heroes Secret Wars, das allererste Secret Wars, also kann man gnadenlos auslassen. Das macht gar keinen Spaß. So ein Kack-Event. Habe ich nicht. Brauchst du nicht. Marvel Must-Have New Mutants, richtig geiles Comic. Richtig geiles Comic, habe ich echt abgefeiert. Krasse 80er Jahre Vibes, absolute Lesempfehlung. Also ich habe es nicht, aber ich weiß noch das Video, wo du das gebracht hast. Sehr gutes Teil. Ja. Silver Surfer Parabel von Stan Lee und Möbius. Habe ich bis Der jetzt noch wurde nicht gelesen, das werde ich jetzt nachholen. Also das werde ich mir definitiv holen. Doch auch schon öfters schon Ja, wurde schon reprintet. öfters und jedes Mal ist es an mir vorbeigegangen. Ich werde jetzt mal die Marvel Must-Have Collection Version nutzen, um mir das Ding reinzuziehen. Also ich habe es auch nicht und ja, da gehen andere Sachen vor, glaube Ich ich. liebe den Silver Surfer. Marvel Must-Have, Spider-Man Noir, komm, das werde ich auch direkt nachholen. Gab es auch schon ein paar Mal. Ich bin jedes Mal mir vorbeigegangen. Ich denke mal, jetzt werde ich es nachholen. Spider-Man Noir, ich bin heute Nachholstimmung. Also sind tatsächlich erstmal Das wieder ein sind jetzt paar deine Sachen. Must-Haves, ne, die du Ja, jetzt das ist schon nachholen krass. kannst. Ja, hier auch Thor, Gott des Donners. Ich muss sagen, für die Must-Have Collection kommen gerade echt ein paar Sachen, die schon ein paar Mal veröffentlicht wurden, die Da aber auch alle gut schlage ich zu. sind. Marvel Must-Have Tor, da schlage ich zu, glaube Ist ich. das Beste, was ich jemals an Thor gelesen habe. Ja, das sagen mir so viele, Ist auch das. wenn es nicht mein Charakter ist. Ne? Ja, aber das ist einfach nur gut. Das ist das Beste, was ich jemals an der Figur gelesen habe. Dann X-Men Magneto Testament werde ich mir auch holen. Greg Pak, X-Men, Magneto, Hauptrolle, Pflichtprogramm. Habe ich auch Bock drauf, aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Jetzt bin ich unsicher, ob ich das irgendwie habe. Kann sein. Ist ja auch Marvel Must-Have Collection. Dann wurde das Ja. definitiv schon mal geprintet. Muss ich mal gucken, aber so, wenn ich das nicht habe, safe hole ich. Marvel Pride kommt auch wieder einer auf zu raus. Genauso wie bei DC Pride Comic kommt bei mir halt echt drauf an, wer es geschrieben hat. Miles Ja. Morales, Spider-Man, Band Nummer 8, aktuell ongoing. An der ich nicht dran bin, kann ich leider nichts zu sagen. Ich bin dran, beziehungsweise ich habe aber noch bis Band 3 gelesen oder so. Fand ich Ja. richtig stark und jetzt habe ich die aber auch nachgeholt. Band 4, 5, 6 und Band 7 kommt bald. Muss ich irgendwann mal nachholen. Also ich finde die gut, bislang. Dann. Moonlight, Wächter der Nacht, Band Nummer 3, Pflichtprogramm. Ich liebe Moonlight. Band 1 immer noch auf dem Lesestapel, muss ich aber lesen. Unbedingt. Definitiv. Ja. Miss Marvel und die Marvel-Helden kämpfen gegen Kämpfer der Gerechtigkeit. Ja, werde ich auslassen. Obwohl ich Miss Spricht mich Marvel auch nicht. mag, aber das werde ich auslassen. Nee. Punisher Neustart, Band Nummer 2, Pflichtprogramm hoch 10. Kam der erste Band schon Nee, der raus? kommt jetzt, glaube ich, nächsten Monat oder diesen Monat So. raus.
Ja, ich bin da total unsicher, ob ich da anfange oder nicht. Japanischer Gast Ennis Collection, wer sie verpasst hat, holen. Auch wenn sie wieder lückenhaft veröffentlicht wird, weil davon halt auch schon was indiziert wurde, leider. Und wenn man es lückenlos, wirklich lückenlos haben will, muss man sich wahrscheinlich die allererste Max-Veröffentlichung im deutschsprachigen Raum auch noch unter dem Label Marvel Max kaufen. Aber das ist halt dann bei ein, zwei Bänden schwer, an die ranzukommen. Und das, was ich gelesen hatte, fand ich großartig. Für mich lohnen sich diese Collections nicht, weil ich davon schon zu viele stehen habe, aber auch Empfehlung. Ich hab's nicht, ich will es gerne haben, aber es passt nie in mein Budget rein. Verstehe ich. So geht es mir auch meistens mit den Omnibus-Bänden. Jetzt, den habe ich jetzt bestellt, der ist noch nicht hier, der Flashpoint Omni. Den habe ich geholt für 125 €. Da geht so viel flöten. Hier, Sam Wilson, Captain America, die Solo-Serie. Ich müsste dann jetzt die erste Sam Wilson Captain America-Serie sein, die auch auf Deutsch übersetzt wird, also als eigenständige Serie. Sonst kamen die ganzen Hefte immer so als Anbeihefte. Freue ich mich drauf. Das Cover hier habe ich mir tatsächlich als US-Cover geholt. Ich hoffe, für den Trade wird ein anderes Cover genommen, damit sich das Cover nicht doppelt. Und ja, werde ich mir holen. Freue ich mich drauf. Sam Wilson, auch ein Charakter, den ich übertrieben abfeiere. Juckt mich gar nicht. Secret Invasion, meine Nachbarn, die Skulls. Ja, werde ich auslassen. Spricht mich auch nicht an. Ah, ich das Cover spricht mich aber an. Ey, She-Hulk-Band 2 Pflichtprogramm. Ah, Fettes ich habe Cover Band auch. 1 noch nicht. Ich auch nicht, aber werde ich mir die Tage kaufen. Ja, ich Silver glaube, ich auch. Surfer Classic Collection von Stan. Ja, werde ich auslassen. Na, Ja, Classic, dieses klar. ganz klassische Material interessiert mich meistens nicht. Spider-Gwen, Gwenverse, für mich auch eher Boah, uninteressant. vielleicht. Aber Tim Seeley, ich werde es mir holen. Ja, deswegen sage ich ja. Deswegen. Ja, wird geholt. Doch, doch. Ich glaube schon. Im So Spider-Man Band die. Nummer 12 der Trade-Serie, da bin ich jetzt ja gerade auf die Trades umgestiegen, also werde ich mir definitiv holen. Spider-Man 2099 Exodus, der wird geholt. Boah, Definitiv. weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, da bin ich auch so lückenlos unterwegs. Die perfekte Begleitung für den Marvel-Film Spider-Man vs. Kraven werde ich wahrscheinlich schon hier stehen haben. Ray Thompson, Gil Kane. Ansonsten werde ich es wahrscheinlich auslassen. Muss ich mal gucken, könnte was sein oder auch nicht, keine Ahnung. Spider-Verse, Spider-Man, ja, werde ich schon hier stehen haben. Paul Jenkins, müsste ich schon hier stehen haben. Müsste ich schon hier stehen haben. Ist auch wieder so ein Sammelsoriumsband halt, ne? Oh, da freue ich mich, das will ich haben. Habe ich schon. Was? Ist das ein Reprint? Ist das Warte nicht ein mal. Reprint? Edge of Nein, das ist doch Spider? was Neues. Rückkehr ins Multiverse. Hä? Warte mal. Aber ist denn dort wieder ein Spider-Man dran? Ich glaube nicht. Weil dann hätte ich das auch schon. Aber das ist doch was Neues. Edge of Spider-Verse meine ich, wenn nichts Neues. Schreib es gerne mal in die Kommentare rein. Also wenn es was Neues ist, werde ich es mir definitiv holen. Ich meine aber, das wäre nichts Neues. Ah, ich hoffe schon. Ich hätte Bock. Steve Rogers Captain America, ja, werde ich mir auch definitiv holen. Ich eben noch erwähnt, riesiger Captain America-Fan. Thor, König von Asgard, von Earl Irwin. Ja, werde ich mir auch holen. Ja, ich auch. Bin ich dran. Uncanny Avengers, die Kang-Allianz, werde ich mir nicht holen. Eben noch erwähnt, ich bin kein Kang-Fan. Nee, das spricht mich auch nicht an. Nee. Dann Venom, Erbe des Königs. Ja, Pflichtprogramm, absolutes Pflichtprogramm, die Serie. Finde ich richtig gut, die Serie. Keine Frage auf jeden Fall. Definitiv. Wolverine Band 5. Ich bin tatsächlich aktuell bei Wolverine raus. Wie sieht es bei dir aus? Bin, warte mal, Band 1 habe ich, Ich aber auch. dann, ja, dann war es das auch. Bei mir Ja. auch. Ich habe nur den ersten Band. Ja. Ja, Pflichtprogramm. X-Men 92 von der 90er Jahre Zeichentrickserie. Oh Gott, freue ich mich da drauf. Das Ding ist für mich absolutes Pflichtprogramm. Absolutes Ja. Pflichtprogramm. Werde ich auch holen. Und das nächste auch. X-Men Definitiv. Red. Ja, Irwin. X-Men Pflichtprogramm. Jo, sehe ich genauso. Und dann sind wir durch, wa? Dann sind wir durch. Krasse Sache. Ich habe jetzt auf jeden Fall kaltes Essen vor mir. Und ich hole mir einen Döner. Oh, so ist das manchmal, wenn man spontan streamt. Erstmal, Fendi, danke, dass du heute die spontane Zeit hattest.
Ja, nicht dafür, liebend gern. Dann der Stelle sei gesagt, die Woche werden der Fanny und ich auch nochmal streamen, wenn dann die Panini-Vorschau rauskommt. Und danke, dass heute die Kommentare wieder so aktiv gewesen sind, dass wir die ganze Zeit zwischen 30 und 40 Zuschauer gewesen sind. Und freut mich richtig, dass heute so viele Leute bei diesem spontanen Stream eingeschaltet haben. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. An der Stelle auch hier an jeden danke, der das ganze Ding re-upload guckt. Ich werde die Vorschau und alles noch in der Beschreibung verlinken im Laufe des Abends. Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen reinziehen und der gute Fendi ist zum Schluss des Abends auch verlinkt. Aber wenn ihr den vorher schon jetzt in der Sekunde finden wollt, gebt einfach ein Fendi-Comic und dann findet ihr ihn und könnt euch die Videos reinziehen. Jungs, Mädels, euch allen einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein!